Bonjour, montez, soyez les bienvenus dans la voiture balai. Bouclez votre ceinture parce que maintenant ça devient pierreux et poussiéreux sur les petites routes de France. Après que le peloton a laissé les pavés derrière lui, il prend de la vitesse et nous devons appuyer sur l'accélérateur pour ne pas nous faire distancer sur la route vers les Alpes. Espérons que notre puce arrivera à la super planche. Bon, prends-toi une boisson fraîche, installe-toi confortablement et écoute les trois mousquetaires. So, servus Jungs, mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Storff. Ja, salut oder so, ne? Danke an Rafa auf jeden Fall. Merci, merci. Lässt uns auch beim größten Hungerast nicht im Stich. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Ja gut, es ist nur so ein Pitch von mir. Ich bin mega zufrieden mit meinem grünen Smoothie am Morgen. Aber ich dachte mir, dass die athletischen Peoples von AG nächstes Jahr grünen Drink auch ein bisschen nach der Grand Tour-Saison ausrichten könnten. Italien so mit Basilikum, Oregano, Pizzageschmack eben. Jetzt in Frankreich so Rosmarin, Lavendel, eine Tour de France-Edition, oder nicht? Der Vorschlag ist hiermit raus. Statt der French Herbs Edition bekommst du aber trotzdem die gewohnte grüne Power aus zum Beispiel Spirulina, Weizengras, Alfalfa, Acerola, Brokkoli, Papaya, Ananas, rote Beete, Karotten, Spinat, Kakaobohnen, Weintrauben, grünem Tee, Goji-Beeren, Ingwer, um nur einige zu nennen. Ich kann es einfach nur empfehlen und deine Besenwagenfahrer haben ja nun mittlerweile wirklich Erfahrung. Wer kennt nicht den Spruch, manchmal ist weniger mehr. Ein einziger Löffel AG1 von Athletic Greens enthält 75 Vitamine und Mineralstoffe. AG1 ist dein Tool, eine gesunde Routine zu schaffen, nicht immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu exen. Wenn du nicht gerade mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst und dazu noch eine gehörige Portion an Ballaststoffen. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Gesundheitsbereiche. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Mit Besenwagen bekommst du als Hörerin oder Hörer noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com/besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D3 Öl und 5 Travel Packs zu deinem AG1 Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/besenwagen for the win. Ja, Hungerast schon, sind wir schon beim ersten Stichwort, das ich aufgreifen wollte. Wir haben nämlich, wie letzte Folge angekündigt, tatsächlich jetzt das Feature auf der Website, ich habe es selber schon ausprobiert, dass man alles kundtun kann, was man so denkt bei einer Folge Besenwagen. Also Leute, jeder, der hier jetzt zuhört und mal ein Intro einsprechen möchte, auf einer anderen Sprache zum Beispiel. Ich habe mir auch gedacht, letzte Woche hätten wir eigentlich auch Dänisch nehmen müssen. Bin ich selber nicht drauf gekommen. Man hätte schon Dänen gefunden. Oder eine Dänin. Oder singen. Nee, aber ein Intro einsingen. Du hättest eine Deutsch-Dänin, nee, du hättest eine französische Dänin oder Dänin finden müssen. So mit einem leicht französischen Akzent auf Dänisch. Dänisch-französischer Akzent gemischt. Wer sich jetzt angesprochen fühlt. Ich war jetzt ein paar Tage in Dänemark das auf jeden und Fall ich würde noch behaupten, ein. Mit 2 Promille spreche ich auch Dänisch. Ja, lass mich kurz ähnlich an. Also du hast sie wahrscheinlich besser verstanden am Ende. Ihr könnt auf unserer Website besenwagen.com jetzt mit so einem kleinen Audio-Feature entweder eure schlimmste Hungerast-Geschichte erzählen und die könnte dann hier kommen oder eben ein Intro einsprechen, dann erspart ihr mir Arbeit, was ich super finden würde, oder irgendwas anderes zum Besenwagen. Irgendwie Fragen, dies, das, ein Song, ein Lied über den Besenwagen. Mit der Aufnahme tretet ihr natürlich alle Rechte daran ab, so wie bei Stefan Raab früher, so der Maschendraht-Sound-Song oder so. Können wir dann machen, können auch Millionen damit verdienen. Ihr bekommt gar nichts, aber. Was ich hoffe, was wir tun. Ja. wir haben auch die erste Einsendung haben wir hier schon fertig und es hat sich jemand gemeldet über
über die wir hier öfter berichten und wir machen gerne Werbung für die Twitter-Radsport-Fangemeinde, die kommt jetzt. Please leave a message after the tone. Kennt ihr das? Ihr scrollt gerade durch das soziale Netzwerk eurer Wahl und plötzlich seht ihr diesen ominösen Post. Was? Marc Padun wechselt zu Bora? Hä? Ralf Denk pinkelt seine Fahrer unter der Dusche an? Und was zum Teufel? Paul Voss ist ein spirituelles Medium für Peter Sagan? Dann seid ihr vielleicht schon mal Opfer eines Betrugsversuches geworden. Denn diese Täter haben es auf euren Internetführerschein abgesehen. Doch da kommen wir zu Hilfe. Die Jean-Claude Leclerc-Fangemeinde, bekannt aus dem Besenwagen als Lieferant von weirden Takes und manchmal auch ziemlich komischen Infos, will euch helfen. Mit unserem exklusiven Internetführerschein-Aufbauseminar sorgen wir dafür, dass ihr auf Twitter sicher seid. Denn hinter manchem Bora-Hansklo-Post mag sich auch ein Boter Hansklo verstecken. Ja, ist irgendwas Lustiges bei euch passiert? Ich habe den Transfer des Jahres gemacht. Hast du Wilmer unter Vertrag genommen? Nee. Ich habe Justin Wolf in die Mixed-Triathlon-Staffel vom Ironman Rot vermittelt. Ja, und die haben Rekordzeit. Hat alle zerstört. Ja. Die haben mit der Mixed-Staffel auch die schnellsten Männerstaffeln geschlagen. Der ist die 100, knapp 180 Kilometer in 3,59 gefahren. 44,6er Schnitt mit 320 Watt im Schnitt über 4 Stunden. War es Streckenrekord? Muss es eigentlich sein, weil ich habe zumindest einen Artikel gelesen, da waren zwar nur die Männer drin, aber da war irgendwas von, dass der Gewinner dieses Jahr auch schon relativ klaren Streckenrekord im Solo-Rennen quasi, im richtigen Ironman gefahren ist. Das war aber auf jeden Fall langsamer. Und Cameron Wirth war da auch mit drin und so weiter. Wer hat denn bei den Profis gewonnen? Ein Däne, aber den Namen kannte ich nicht. Ja, ich habe es auch gesehen in der Zusammenfassung, aber ich kannte den auch nicht. Und Frodeno ist aber in Führung liegend ausgestiegen. So viel vom Triathlon-Podcast, Besenwagen. Dass der Triathlon da in Rot stattfindet, das merke ich immer nur, dass in meiner Bubble so die besser verdienenden, ich sag mal Ü35 oder Ü40-Jährigen, irgendwelche Bilder von diesem Triathlon posten. So. Weil die da abhängen oder was? Oder? Ach so, weil die machen dann schon mit, okay, so völlig genau, übermotiviert und bereiten sich jahrelang darauf vor. Und dann taucht das irgendwann auf und ich so, wow, der hat ein Fahrrad, wusste ich gar nicht, aber dann macht er direkt einen Triathlon. Da haben wir auch schon direkt die Zielgruppe zusammengefasst. Ja. Ja, ist auch das ist eigentlich, Zahnwaldsport. Das ist eigentlich die wahre Zahnarztsportart, genau. Zahnweltinnensport, muss man dazu sagen. Ja, sonst, wie geht's euch? Alles gut, ich mich sehr gefühlt. Ja gut, wir sehen uns ja einmal die Woche, aber hier in Saarbrücken ist alles gut. Bin immer sonst auch nicht. Genau. Bin immer im altbekannten Zimmer. Ich bin jetzt seit 4 Jahren im gleichen Zimmer. Ich komme hier rein, ist alles wie immer. Geil, also wie zu Hause. Also gleichen Kissen, ja wie zu Hause. Mit Gold. Genau, die Goldwand. Leider ist das Bett, man merkt dem Bett langsam die Jahre an. Die Louis Vuitton Suite in Saarbrücken. Ja, genau. Ja, aktuell kann man sich ja die komplette Paul Voss Dröhnung abholen. Ne? Mhm. Irgendwie einmal die Woche Podcast und jeden Tag Live-Berichterstattung. Genau. Ja, aber noch zu Gast in anderen Podcasts. Bei mir hat noch nichts dran geändert aktuell. Ich habe immer nur einmal die Woche hier diesen Podcast. Und bin leider sonst immer GCN Englisch. Aber hast du schon mal eine Doku angeschaut? Ich habe sie gesehen. Deine Doku? Ja, die Unbound. Ich Andi. Ich war letzte Woche ziemlich busy, muss ich sagen. Andi. Also, jetzt schon mal. Ich war ja letzte Woche arbeiten. Eine Träne nicht, rinnt aber aus Fossis Winkem Augenwinkel. Ja, es sind sogar zwei. Also, ich versuche sie gerade noch leicht zu hinterdrücken. Ich gucke sie mir schon noch an. Okay. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit bis zum nächsten Unbound. Also, bis dahin werde ich es auf jeden Fall gesehen haben. Sehr schön. Ich habe Wilma wie immer gezwungen, Radsport-Content mit mir zu gucken. Finde ich auch gut. Ich hoffe, Wilma hat dann auch nochmal raufgeklickt, damit. Ach so, ja. Über ihren eigenen YouTube. Genau. Account. Aber ich habe gesehen, dass, also Wilma macht mir langsam Angst, wenn du Bilder von ihr postest. Das sieht sehr professionell aus und hat sie da einen Woody Project-Helm auf? Ja. Ich habe den nämlich extra, da war ich ganz glücklich in dem Moment, als ich ihn gekauft habe, weil ich schon so im Hinterkopf hatte, so vielleicht war es nicht ganz umsonst. Der hat mir in S gepasst und der Helm, den sie vorher von mir hatte, der war ihr zu groß in M. Und der Rudy Project hat irgendwie in S auf meine Birne gepasst, so gerade so. Und da habe ich mir gedacht, so schlimm sieht er nicht aus. Vielleicht ist er besser für Wilma und die fährt den jetzt und der ist gut. Sehr gut. Also war er doch nicht so teuer. Das war ja quasi war gespart. Ins Richtige investiert gewesen dann. Aber wie ist momentan die Lage? Also musst du dich jetzt schon anschnallen berghoch oder
ist immer noch so, dass du es einigermaßen im Griff hast. Ja, es ist gerade wieder so ein bisschen, die Formkurve ist ja normal, ne? Ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Konsolidierung angesagt. Übertraining schon. Ende des Schuljahres ist auch immer ein bisschen mehr Arbeit, da konnte sie nicht so viel trainieren und jetzt muss sie wieder ein bisschen reinkommen, also am Berg. Jetzt sechs Wochen Trainingslager, ne? Wir sind jetzt Mariawald gefahren gestern. Andi kann das ja einschätzen. Sie ist 37. bei den Frauen geworden gestern, Mariawald. Von 900, glaube ich. Und sie hat schlechte Beine gehabt. Also war echt schlechter Tag gestern bei ihr, kann ich sagen. Ich habe guten Tag gehabt, aber bei ihr war schlechter Tag. Aber mal kurze Frage: Hat sie jetzt schon Ferien? Ja, in Nordrhein-Westfalen sind schon Ferien. Jetzt geht's in die Höhe, oder? Für 6 Wochen und dann... Ja, das machen wir, glaube ich, dann demnächst. Ich habe schon gesagt, so, irgendwann demnächst fahren wir einfach mal in deinen Ferien 2 Wochen auf Malle, machen 2 Wochen nach Trainingsplan jeder. Heimlich macht ihr jetzt für den Training, ja, wenn Basti in den USA ist. Ja, genau, das wird schläft das im nächste Hühnzelt. Trainingslager. Nee, bergab ist noch nicht so richtig. Da ist sie, macht ihr noch zu schaffen. Hat sich letztens mal ein bisschen verbremst, so Hinterrad weggerutscht, aber nichts passiert. Jetzt wieder ein bisschen langsamer bergab. Kommt schon. Aber das ist halt auch, gehört halt auch dazu, ne? Ist ja, ja. Wenn man nicht mit als geisteskranker Teenager mit Radsport angefangen hat und ohne zu bremsen einfach in jede Kurve reingefahren ist und das erst mit über 30 anfängt, dann ist das halt irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber. Ja. Ich habe letztes Jahr ja diese Alpenüberquerung gemacht und den letzten Berg, den wir quasi in den Alpen gefahren sind, war, ich glaube Sölden sind wir hochgefahren und dann auf der anderen Seite runter Richtung Meran. Mhm. Und wir haben oben halt nochmal uns alle da in diesen Berggasthof gesetzt, was gegessen, getrunken, danach sind wir runtergefahren. Und ich glaube, ich hatte knapp 25 Minuten Vorsprung in Meran, mhm, auf dem Rest der Gruppe. Und ich bin dann nicht mal voll bergab gefahren. Ja, ist aber schon krass. Ich habe mich noch mit den anderen so unterhalten und so ab, ja, ich würde mal sagen, maximal 60 km/h haben die gebremst. Mhm. Und dann war ich halt weg. Ja, das Interessante ist, ich bin irgendwann mal Großglockner hochgefahren und mich wieder runter. Und da kam beim Runterfahren, das war so gefährlich zum Teil, weil das dann irgendwann abends war, wo die alle vom Berg runtergefahren sind, die standen so dermaßen also den ganzen Berg runter eigentlich auf der Bremse. Die sind so schnell bergrunter wie berghoch gefahren. Das war echt krass. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? Also, ich kann es jetzt so ein bisschen aus zwei Perspektiven beurteilen. So, bergab, das konnte ich echt mal ganz gut. Wir waren, weiß ich gar nicht, waren 2018 oder so, waren wir mit Rainbow auf Sardinien. Und da gibt es ja auch einige Berge und Rainbow One schon so, ey, gefährliche Abfahrt und so weiter. Da habe ich 2 Abfahrtkomms, die bin ich vorher nicht gefahren. Die eine schon, aber die gefährlichste bin ich vorher nicht gefahren. Abfahrtkomm, steht auch noch. Und dann hatte ich vor 3 Jahren diesen Unfall bergab irgendwo auf Malle. Und dann ging wirklich ich bin 2 Jahre lang Schritttempo bergab gefahren. Und jetzt dieses Jahr waren so 2 Wochen oder so, wo ich das mal wieder konnte. Aber das ist jetzt auch so voll das Auf und Ab. Und da letztens in Italien auch, bin ich mit einem Kumpel gefahren, der kann das auch ziemlich gut. Am Anfang wie auf rohen Eiern, letzte Tag schon ziemlich gut, schon so hier, was war das, Pordoi runter, schon mal so irgendwie wenigstens 100. Platz oder so. Gibt's eigentlich so Radreisen, die dich auf den Berg hochfahren und du kannst nur runterfahren? Downhill. Also ich meine, es gibt's ja so im Freeride, ne, mhm, so mit dem Mountainbike setzen dich auf den Berggipfel ab oder so auch auf Skiern, aber warum gibt's nicht mit dem Rennrad? So Hubschrauber hoch. Ja, also die Zielgruppe muss es geben eigentlich. Ja, also hier sitzt einer. Ja. Das ist ja eigentlich immer so eine lange Abfahrt zu fahren. Etwas größere, etwas schwerere Rennradfahrer, die können ja immer gut abfahren eigentlich. Weiß ich nicht, auch das Rad ist ja, glaube ich, irgendwann so. Die Radstände. Bremst halt auch nicht mehr so gut ab einer gewissen Kilo. Die Radstände unterscheiden sich ja nicht so großartig, aber jeder Zentimeter mehr ist ja dann zumindest ein bisschen mehr Sicherheit. Und ja, kein Plan. Kommt auf die Startup-Liste, Andi. Wir brauchen unbedingt einen Hubschrauberpiloten. Also ja, ob es für Fernsehübertragung bei deutschen Radrennen ist oder für Downhill-Tourismus. Straßenradfahrer. Was ist eure Lieblingsabfahrt? Habt ihr eine? Ja, hier von in der Eifel von Rund um Düren nach Rollersbruch runter. Kennst du die? Rund um Düren nach. Du fährst gleich, ich glaube, von Kleinau auf der B
399. Dann geht es irgendwann so links runter in so eine Senke, so ziemlich steil. Ich bin rund um Düren nie gefahren. Ich kenne zwar die Gegend, aber ich glaube, ganz genau die Strecke kurze bin Abfahrt, ich aber du kannst schon so über 100 km/h, okay, glaube ich, fahren. Okay. Ja, ich... Also so knapp 100. 90, über 90 geht auf jeden Fall. Engländer runter nach Seilauf. Aschaffenburg. Selbstverständlich. 90 ja, geht wo auf sollte jeden meine, Fall auf. Wo sollte meine Lieblingsabfahrt schon sein, außer in der Eifel? Ja, ne? Natürlich. Ja. Ja, come on. Widmen wir uns mal dem allseits beliebten französischen Radsportvolksfest, was gerade stattfindet. Man muss ja sagen, es war erstmal ein richtiges Volksfest. Dänisches Radsportvolksfest. Lass uns das von Erik einleiten lassen. Erik ist unterwegs, ist mittlerweile natürlich schon in Frankreich, ist aber natürlich auch durch komplett Dänemark gefahren. Geben wir Erik Horshemke. Wer ihn nicht kennt, bitte folgt ihm, googelt ihn. Das erste Wort. Hallöchen. Ja, es, soweit würde ich sagen, kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte nicht so beschissenes Wetter in Dänemark wie Profis. Die sind ja ordentlich nass geworden auf den ersten beiden Etappen. Da hatte ich auf jeden Fall mehr Glück. Da ist auf jeden Fall schon mal alles top gelaufen. Das dänische Wetter ist ja eigentlich dafür bekannt, nicht so geil zu sein. Bei mir hat es aber wirklich gut geklappt. Zwischendurch ein bisschen Wind gehabt. Aber was erwartet man? Mit dem Wind ging es dann allerdings auch weiter. Ich glaube, 900 Kilometer waren es dann runter bis nach Dunkirk. Ja, aber war nicht weiter schlimm. Hat halt manchmal so ein bisschen abgefuckt. Aber ich hatte schon ab Dänemark quasi immer wieder wen dabei. Von einigen von euch. Danke dafür auf jeden Fall. Ab Dänemark wurde ich dann mal eingeladen, mal hier, mal da. Und deshalb ging der Weg dann auch durch Deutschland ganz, ganz einfach. Dann noch kurz einen Stopp gemacht bei Rose in Bocholt. Ja, das war ganz cool. In Dunkirk ging es dann so halbwegs los. Die Etappen hier bis jetzt waren jetzt noch nicht wirklich krass. Ich habe immer so am Tag 2000, vielleicht 2500 Höhenmeter. Also eigentlich alles noch im humanen Bereich. Ich habe nochmal einiges verändert, ein paar Sachen weggeworfen und ich brauche jetzt diese dicken Wintersachen, die ich teilweise in Ungarn brauchte, die brauche ich ja jetzt alle nicht mehr. Von daher ist das Setup nochmal ein bisschen leichter geworden und das merkt man auf jeden Fall. Das rollt eigentlich bis jetzt ganz gut. Natürlich die schweren, dicken Berge kommen noch. Da sind, glaube ich, so ein paar Hügel mit 5.000, 6.000 Höhenmetern irgendwie. Da wird es dann wieder ein paar Tage drauf zugehen. Aber wir sind jetzt morgen ist dann der 10. Tag und ich hoffe, es geht auf jeden Fall so weiter. Andi, du warst in Dänemark. Sah auf jeden Fall geil aus. Ich war in Kopenhagen beim Start noch von der ersten Etappe auch vor Ort und es war schon so den ganzen Tag über. Hat mich so ein bisschen an Kölner Straßenkarneval erinnert. Also es waren unfassbar viele Menschen unterwegs. Unfassbar besoffen. Tatsächlich auch in ja schon eine Art Verkleidung, ne, mit ja den ganzen Merchandise, den es da so gibt, Bergtrikot, T-Shirts etc. Super viele Leute mit T-Mobile-Trikots. Also nicht nur Deutsche, natürlich auch Dänen. Als wir Bjarne Ries-Trikots ausgegraben wahrscheinlich. Jan Ulrich Ultras habe ich getroffen oder gesehen zumindest. Eine Gruppe einfach komplett mit selbstgemachten Magenta-T-Shirts im Telekom-Outfit. Ja, war schon extrem viel los. Also ich glaube, so krass hätte es niemand erwartet. Ne? Also gerade dann noch, was die Strecken angehen, die dann so wirklich Kilometer lang, wo die Leute in Dreierreihen standen. Ne? Also ja, also schon beeindruckend. So richtig überrascht hat mich das aber ehrlich gesagt nicht. Weil ich fand damals auch die WM schon ziemlich krass besucht. Und Kopenhagen oder Dänemark ist das so ein krasses radfahrende Land. Ne? Also ich meine, da gibt es ja mehr Fahrräder als Einwohnerinnen, von daher. Aber ja, ich fand es auch heftig. Also was ich krass fand, war, wie sehr man einfach Hünegard gefeiert hat. Das fand ich krass.
Ja, alle Dänen. Also, ja, aber ich meine, das war natürlich... Ja, aber klar, der ist natürlich die GC-Hoffnung der Dänen. Ne? Für mich als Außenstehender nicht in Dänemark war, war es halt das am präsentesten und diese Durchfahrt unter dem Tunnel da oder unter dem Gebäude durch, alter Schwede. Ja gut, das ist so ein bisschen viral gegangen, aber es war also bei der Präsentation oder an der Strecke, sobald ein dänischer Fahrer kam, so die wussten das ja, wer jetzt kommt, und dann gab es immer so Sprechchöre halt mit dem Fahrer, genauso wie bei Vingegaard auch. Oder wie jetzt halt Magnus Kurt, ne, die ersten Etappen immer als Solo-Spitzenreiter da lang gefahren ist und alle Leute Magnus Kurt, ne? Also das ist schon geil. Es ist halt so ein kleines Land, so ein großes Sportevent, ne? Ist halt, da geht halt auch jeder, der irgendwie sich gar nicht für Radsport interessiert, ist halt zur Strecke hingefahren. Ne? Also die Bussen und Bahnen, die rausgefahren sind, alle voll. Gib da mal Info drüber, denn das Thema kommt ja heute noch. Scheinbar in der Öffentlichkeit nicht so negativ behaftet, der Radsport. Ja, aber er ist ja bei uns, na gut, da kommen wir nachher dazu, ne? Er ist bei uns ja, Leute mögen den Radsport ja auch, die mögen halt den Rest da drumherum nicht, der da mal passiert ist, was auch verständlich ist. Ja, aber ist, so wird es ja nicht aussehen bei uns, ganz ehrlich. Nee, das würde ich nicht, also so, ich weiß es gar nicht. Düsseldorf war jetzt nicht so krass. Ich bin ja jetzt auch nicht so drin in der dänischen Presselandschaft, so ich lese nur ab und zu mal ein paar Artikel mit Fahrern, die bei uns in der Agentur sind, aber ich bin ja jetzt nicht so voll drin, kann ich nicht sagen. Also ich, ja, kann schon sein, Düsseldorf war jetzt nicht so krass. In Düsseldorf war es ja auch ähnlich, ne? Ja. In Düsseldorf war es nicht ganz so krass, aber es war schon viel los auch so. Aber Düsseldorf fand man konnte es ja sehen, es war wirklich dann bis zur deutschen Grenze extrem viel los, danach wurde es halt weniger. Aber Düsseldorf, muss man auch sagen, hat man das Gefühl gehabt, und man hat es nicht gemerkt, dass man zur Tour fährt, wenn man auf dem Weg nach Düsseldorf war. Das war vielleicht in Kopenhagen auch schon anders. Also wie Städte mitgemacht haben und so. Das hatte ich jetzt Düsseldorf, ich war ja auch vor Ort. Es war jetzt nicht so heftig, wie es in Kopenhagen ausgesehen hat, obwohl ich nicht da war. Wie auch immer, ich fand es auch krass. Und ich war ja damals in Yorkshire dabei, als wir da den Tourstart hatten. Und das fand ich halt auch, also das fand ich schon das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Das muss wohl gleich gewesen sein. Außer mit diesen Reihen und so. Das ist schon... Das haben die Briten auch gesagt, alle in den Interviews. Das muss schon krass. Also natürlich, wenn du im Heimatland alle rufen deinen Namen, dann so als Däne, das ist schon, muss schon geil sein. Also ich glaube, das ist schon so ein einmaliges Erlebnis einfach. Ich habe gelernt... Wer König Bluetooth ist, wisst ihr das auch? Nee. Den habe ich nämlich gesehen bei einem Etappenstart. König Bluetooth, so ein Wikinger. Ja, gesehen habe ich auch im Fernsehen, ja. Mit dem. Aber warum ist das König Bluetooth? Also? Das ist König Harald Blauzahn. Der hat Bluetooth erfunden. Also okay. Das ist irgendwie ein dänischer König gewesen, der irgendwie, keine Ahnung, die Skandinavier vereint hat, Dänen mit Norwegern oder so, alle so irgendwie Frieden geschlossen, miteinander vereint. Hat die alle vernetzt bei Bluetooth. Genau, richtig. So ist dann, deswegen heißt Bluetooth Bluetooth. Und dann dachte ich nur immer so an diese Fotos von Rigo mit dem Hammer und ja, aber dem Geweih auf, dachte ich auch so immer, König Bluetooth. Okay. aber ja, Dänemark hat auch noch andere Dinge zu bieten. Unter anderem unglaublich aussehende Zeitverhelme. Also. Alter. Also ich fand, irgendwann hört es auch auf. Ich verstehe den Ansatz, den Specialized da hat, aber ich weiß nicht. Der da wäre, aber erklär mal kurz. Es gibt Grenzen. Also Aerodynamik, aber. Als Gravel-Pro bist du jetzt quasi Aerodynamik-Experte. Ja, genau. Nee, aber was ich jetzt aus anderen Podcasts rausgehört habe, die dann irgendwie mit so Ingenieuren gesprochen haben, meinten die, dass das ein hausgemachtes Problem ist, dass man die Helme so breit zum Teil gemacht hat, dass da so viel Luft unten drunter auch kommt, dass man jetzt gucken muss, dass der Helm, dass man irgendwie die Aerodynamik quasi hier unten und so, also am Hals, irgendwie auch verbessert. Ich glaube, die Socke wird ja nicht nur einen Zweck haben im Sinne von, dass der Helm besser sitzt, muss ja auch aerodynamischen Vorteil haben. Klar, natürlich. Also lösen wir das kurz auf. Aber für den Hörer. Denk mal an Roglic da beim Bergzeitfahren bei der Tour, wo der Helm da gesessen hat. Hat vielleicht direkt auch noch die Funktion, doch den Helm in Position zu halten. Ne? Ja, und das Gleiche übrigens auch. Mathieu van der Poel ist mit dem gleichen Helm gefahren wie Roglic damals, hat das Visier auch weggeworfen. Das sind natürlich alles so Dinge, wo dann vielleicht so ein Helm auch nicht mehr das bringt, was er eigentlich bringen sollte. Aber Basti, Kontext? Ja, Leute, wir müssen ein bisschen mehr erklären, denn nicht jeder geneigte Hörer hat mitbekommen, dass Specialized ein absolut horrible, schrecklich aussehenden Zeitfahrhelm released hat mit dem Auftaktzeitfahren der Tour de France. Sowohl Quickstep
als auch Total Direct Energies, als auch Bora ist diesen Helm im Zeitfahren gefahren. Allerdings nicht alle Fahrer. Nicht der Sieger. Der gewonnen hat nämlich nicht. Der ist den alten gefahren. Und der beste, und dieser Helm, der beste von Bora auch nicht. Der beste von Bora auch nicht. Dieser Helm erinnert so ein bisschen an 80er Jahre Star Wars Optik oder Ästhetik. Und er beinhaltet einen Schlauch, eine Socke, die du dir bei Anziehen des Helmes noch über den Kopf ziehst und dann quasi sowas wie eine Sturmhaube unter dem Helm aufhast, die nur den inneren Bereich des Gesichts frei lässt. Es sieht einfach nur verboten aus und irgendwo, also ganz ehrlich, im Triathlon könnt ihr das anziehen, aber auf der Straße gibt es Grenzen. UCI, bitte einschreiten. Aber ich muss sagen, dass ich den Helm ohne Socke irgendwie schon wieder ziemlich geil und futuristisch finde. Ich finde nur die Socke einfach richtig, weil das sieht die aber lächerlich aus. Aber den Helm, ich glaube, dass der so eine Trendwende einführen kann, wie die Helmdesigns später aussehen werden. Als Kontrast fand ich Mathieu van der Poel ganz geil. Einfach so ein bisschen Oldschool-Helm. Lord have mercy. Nee, aber das war kein Oldschool-Helm. Das war der aktuellste Laserhelm, einfach nur umgebrandet. Yeah. Und er hatte einfach, was er gemacht hat, er hat das Visier weggeworfen. Und dann ist der Helm halt nutzlos. Der sah trotzdem aus wie so ein Helm aus den 90ern. Nee, aber das ist der gleiche, den Roglic auffährt. Und das ganze Team Jumbo-Visma. Ja, also Marginal Gains, hier und da, was ist das Gegenteil von Gains? Losses. Marginal Losses, Geraint Thomas einfach vergessen, Weste auszuziehen, das mit Regenweste Zeitfahren fahren, war auch geil. Finde ich gut. Unangenehm, also, bei dem Regen. Finde ich richtig gut. Das ist schon hart, aber ne. War jetzt nicht so lang und waren viele Kurven dabei, hat jetzt vielleicht dann nur 3 Sekunden gekostet. Nee, das glaube ich nicht. Ah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon eher Richtung 10, würde ich sagen. Mal mit ja, das sind die 20 Sekunden, die nachher zum Toursieg fehlen. Das ist natürlich bitter. Ey, aber was ich hier in dieses Thema noch mit aufgeschrieben habe, ihr habt es gesehen, zu diesem Style-Debakel gab es dann endlich, wie vom Besenwagen gefordert, die Überarbeitung vom Giant Propel, dem hässlichsten Rad der Welt. Und es sieht echt wieder wie ein Fahrrad aus. Oder? Es sieht okay aus. Ich fand es vorher, vorher auch nicht das hässlichste der Welt, aber ich finde das jetzt auf jeden Fall schöner. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, ja, also das du weißt, dieser riesige Vorbau, der so einen Zacken hat, der so ein bisschen nach auch Selbstmord aussieht, wenn du einen Schurz hast. Das jetzige Propel sieht einfach aus wie das TCR mit Grabenoberrohr und halt ein bisschen mehr Aero, aber halt geht schon in die Richtung wie vom TCR mehr. Also ziemlich klassisch und ein halbwegs schöner Vorbau da dran, einfach. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ein grundsolides Rad gewonnen. Ja, hat auch schon eine Etappe gewonnen. Also darum geht es ja dann auch immer, ne? Genau. Werbemarketing-technisch. Ja, aber Kev could have won this. Habt ihr es nicht? Das wäre so ein Meme draus geworden. Nach jeder Etappe hätte Kevin dich auch gewinnen können. Und besonders witzig fand ich das nach heutigen Etappe heute. Dienstag. Ja. Wort von Art Solo. Ja, aber hätte Kev auch machen können. Da ist mir der Spruch, hat noch nie besser gepasst, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun eingefallen. Dreimal Zweiter geworden, jetzt kein Bock mehr. Jetzt aber, jetzt erst recht. Ja, heute Dienstag, die Etappe war echt, also da hat es mehrere Brechstangen mal ausgepackt. Also, und auch geil, Jasper Philipsen hat jetzt die Krone übernommen von Betjol. Mhm. Und mal gucken, wer sie als nächstes übernimmt von Leuten, die dachten, dass sie gewinnen und Siegessalut machen, der ist unsicher. Ich habe es auch gar nicht verstanden am Anfang, bis ich dann die Zeitlupe vom Sprint gesehen habe und gesehen habe, von wie weit hinten der im Sprint auch kam. Ne? Der muss wahrscheinlich am Berg gerade so den Schwanz des Feldes erwischt haben und sich dann so langsam vorgefahren haben und gar nicht gecheckt haben. Ich glaube, die sind natürlich auch mit über 60 km/h die letzten 10 Kilometer ins Ziel gehämmert. Also der dachte sich, da kann gar keiner mehr vorne sein. Also ich glaube allerdings, dass das ganze Team es nicht wusste, weil sonst wäre ja auch Mathieu hätte hinterher fahren können oder Krieger. Die sind ja beide nicht gefahren. Und ich denke mal, dass man im Team das einfach nicht wusste oder keine Funkverbindung mehr hatte. Kann halt passieren. Ja. Tja, also nach drei zweiten Plätzen kann man ja sagen, okay, war jetzt auch mal verdient. Aber ich muss sagen, ich bin ja nicht so der große Wout van Aert-Fan. Ja, nee. Wen hättest du denn gerne gesehen? Reicht heute? Jetzt auch, ne? Reicht jetzt an. Ja, jetzt reicht's. Ist okay. Gut jetzt. Morgen muss er Helferdienste, muss er wirklich übers Pavé schieben. Also wer gewinnt morgen? Brauchte das nicht, aber
Puh, weiß ich nicht. Ich glaube, keiner, von dem man denkt, dass er gewinnt, oder? Ich meine, Trek wird voll auf Etappensieg fahren. So, die anderen Teams sind vielleicht eher so drauf bedacht, die GC-Fahrer zu schützen. Könnte halt eine Gruppe auch gehen, ne? Ja. Why not, ne? Ehrlich gesagt, habe ich auch schon dran gedacht. So. Eine Gruppe geht halt früh eine größere. Ich glaube, morgen wird es halt zum ersten Mal eine Etappe geben. Der Rutsch. Wo ein bisschen Gas gegeben wird am Anfang, ne? Wo nicht ein Fahrer sagt, okay, ich hole mir jetzt die Bergpunkte und der Rest schont sich halt und oder fährt für einen Leader. An der Stelle muss man ja auch mal sagen, ne, die Leute, die sich über so einen Etappenverlauf aufregen, also dass nicht Fahrer oder Teams in so unnötige Ausreißergruppen gehen, also die sollen raus aus dem Radsport wieder. Ja? Also, ich finde das so unnötig. Und naja, muss man mal jetzt hier gesagt haben. Habe ich sehr viele Kommentare zugelesen, was sie sich denn einbilden, B&B-Hotels, dass sie da mitfahren und nicht attackieren. Also sorry, ja. Bringt halt auch einfach nichts. Und die Etappe wird nicht spannender dadurch, weil ja, jetzt ein Team mehr da vorne mitfährt. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen, diese Diskussion, aber du hast auf jeden Fall recht. Die Etappe muss geguckt werden, ne? Ich meine, der Podcast kommt raus, da ist die schon vorbei, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, der Most Underwhelming Award der bisherigen Tour de France geht für mich auf jeden Fall an die Brücke. Hohe Erwartungen, absolut lame. Aber war auch so ein bisschen zu vermuten. Das war auch eigentlich zu erwarten. Ne? Ich meine, ja, da sind alle so drauf eingestellt, dass es da Windkante geben könnte. So, dann ist es meistens so, dass da nichts passiert. Also da bin ich schon genügend Rennen gefahren, wo man wusste, okay, wir fahren jetzt da vorne über so einen Deich. Da ist auf jeden Fall Wind. Und dann war da jeder so darauf eingestellt, dass dann letztendlich da nichts passiert ist. Ne? Und also so, ich habe irgendwie den Eindruck, es ist auch ein bisschen... Hast du noch voll Gegenwind, das ist natürlich dann ein richtiger Fail. Es ist auch ein bisschen gesitteter, ne, dieses Jahr, oder? Habt ihr auch den Eindruck? Also es ist, ja, ich glaube, es wird ja schon noch... Also ich glaube, die Straßen sind im Moment noch besser als... Die wird schon richtig fies. Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass einfach wenig Wind ist. Wenn jetzt mehr Wind gewesen wäre heute, dann wäre halt auch Carnage schon. Ich glaube, das Gleiche wäre auf der zweiten Etappe dann genauso gewesen. Ja. Na gut. Ja, ist noch nicht so viel passiert. Morgen mal wieder ein spannender Tag. Wir ziehen es uns rein. Ihr hört das dann natürlich leider erst wieder nächste Woche, wo es dann eigentlich schon wieder langweilig ist, drüber zu reden, weil Tausende das schon thematisiert haben. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Enduco. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduco gesteuert. Einige von euch kennen Enduco bereits. Enduco ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldung und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduco passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduco könnt ihr 2 Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Ja gut, ich habe hier das Fenster. Ich sitze hier, um euch das kurz zu beschreiben, im Hafen von Calais. Kollegen sind was essen, da fährt gerade eine Fähre ein und ich habe mal das Fenster hier auf. Ich hoffe, das funktioniert aber. Dieses Mikro, was ich hier habe, das schluckt eine ganze Menge. Also, aber vielleicht hört man mal eine Fähre tuten oder so zwischendurch. Ja, wer das sich jetzt noch nicht herleiten konnte, der hat wahrscheinlich noch nicht den ARD-Mediathek-Podcast gehört oder die Doku gesehen, denn der würde schon Moritz Casalets Stimme erkannt haben bei dieser kleinen Selbstvorstellung hier aus dem Auto.
ich glaube nicht, dass viele Besenwagenhörer das verpasst haben, dass das jetzt zu hören und zu sehen ist. Es hat vielleicht noch nicht jeder gesehen, aber deswegen haben wir dich heute hier. Ich denke, jeden von uns hat das auf jeden Fall gecatcht und irgendwie ja, emotional berührt, diese Story. Und deswegen bist du heute hier und wir können alle ein bisschen darüber diskutieren und erzählen und auch mal deine Eindrücke zu dem ganzen Ding hören. Also erstmal danke, dass du da bist. Ja, ich danke für die Einladung. Hallo, moin. Moin. Ja, ich glaube, ich habe den Podcast in 2 Tagen und tatsächlich die Doku habe ich am Stück geguckt. Also ich habe es komplett durchgesuchtet. Ja, war bei mir auch so. Podcast bin ich noch nicht ganz durch. Habe ich gestern angefangen während des Radfahrens und heute noch nicht ganz geschafft, aber ich glaube, der Mix aus beiden vermittelt auf jeden Fall ein ziemlich gutes Bild von dem, was damals passiert ist und wirft für mich auch immer noch mal wieder viele Fragen auf. Und vor allen Dingen, er wirft es einen echt so ein bisschen zurück in die 90er, ne? So mit guten und schlechten Zeiten. Nochmal ganz kurz zur Vorstellung, bevor wir hier völlig eintauchen. Ich habe jetzt hier gar nicht viel Informationen zu Moritz rausgefunden, aber einfach nur so mal zur Einordnung für jeden, der hier normalerweise gewohnt ist, dass Radfahrer sitzen. Moritz Casalett ist beim NDR angestellt, nehme ich mal an, und er macht dort Fußball und Radsport. Und ich bin gespannt, wie gut das so miteinander auskommt. Du machst, glaube ich, einen Podcast zur Bundesliga schon länger und hast dich als Radsportfan dann da auch immer weiter im Radsport hochgearbeitet und warst, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal dann auch Kommentator bei der Tour. So habe ich das rausgelesen. Stimmt das? Ja, es stimmt nicht alles. Also ich bin nicht angestellt, ich bin freier Mitarbeiter. Okay. Fester Freier heißt das sozusagen beim NDR. Also ich bin frei, aber schon irgendwie auch gebunden. Und ja, diesen Podcast über die Bundesliga haben wir mal gemacht. Tatsächlich, den gibt es gar nicht mehr. Wahrscheinlich steht das noch irgendwo. Mhm. Das war so in der Corona-Zeit, als sie nicht gespielt haben, haben wir uns überlegt, dann machen wir jetzt halt einen Podcast. Aber alles andere stimmt. Also ich bin jetzt vor 10 Jahren habe ich meine erste Tour gehabt als ARD-Reporter. Damals nur Hörfunk und Beitragsmacher. Und tatsächlich durfte ich im vergangenen Jahr Florian Nass für 4 oder 5 Tage vertreten. Als der noch Fußballreporter bei der Euro war, durfte ich hier neben Fabian Wegmann sitzen und die Leute im Ersten begrüßen. Cool. Wer hat gewonnen 2012? Bradley Wiggins. Ah, stimmt. 11 probiert, 12 geschafft. Genau, 11 probiert, ja. Wobei er eigentlich Chris Froome auch schon 2012 der Bessere war. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber Bradley hätte 11 auch schon gewonnen, wenn nicht, sag ich, verletzt und gestürzt. Ja. Ja, cool. Habt ihr auf jeden Fall noch ein besseres... bessere Erinnerung an die Tour als ich auf jeden Fall. Ja, man vergisst das ja schon hart zu schnell wieder. Ich kenne das ganze Drama um Wiggins die Jahre zuvor auf jeden Fall auch gut, gut noch erzählen und kann mich erinnern. Ja. Aber wie auch immer, ich meine, wir wollen jetzt hier irgendwie um Jan Ullrich reden oder über Jan Ullrich und die ganze Geschichte drumherum, die echt mega gut aufbereitet wurde von dir im Podcast und von deinem Kollegen. Ich weiß nicht, wer das produziert, der SR... Also die Dokus, der SR und... Und der NDR zusammen, also genau. Eine Co-Produktion, genau. Und der Podcast ist vom NDR, genau. Ja, genau. Ich sitze ja hier auch beim SR jetzt die ganze Zeit und kommentiere hier für One und für Sportschau.de. Von daher kenne ich einige der Kollegen, die da mitgearbeitet haben. Und ich finde es auf jeden Fall ziemlich gelungen. Und hätte nicht erwartet, dass man noch mal so viel Tiefe bekommt, ohne dass Ullrich selber... was sagt. Also er sagt ja was, aber es ist er sagt ja was, aktuell. Genau, aber zumindest ist es nichts Aktuelles, ja. Ja, und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, also es wäre natürlich schon schön gehabt, ihn zu haben, ne? Also so ein paar Sachen hätte man schon noch mal mit ihm drüber sprechen wollen, also sei es über die Kindheit und ja, auch das Thema Doping, aber was soll er da auch noch zu sagen? Ich finde, so am Ende vermisst man ihn auch gar nicht richtig. Also man hört und sieht ihn ja doch recht oft und ich habe jetzt hinterher, also ich bin ja nicht derjenige, der die richtige Perspektive hat. Das müsst ihr vielleicht oder könnt ihr vielleicht besser beurteilen, aber ich finde, hinterher hat man jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, da hat was gefehlt, oder? Nee, gar nicht. Und weil ich es auch so sehe, habe ich ein bisschen Angst darum, was rauskommt in Zukunft mit Jan Ullrich, weil er hat ja anscheinend irgendeinen Vertrag unterschrieben, weshalb er mit euch nicht reden durfte, ne? Irgendwie ein Exklusivvertrag, ich weiß nicht mit wem das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ja, wir wissen es, aber ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, deswegen sage ich es lieber nicht. Genau, und eigentlich
finde ich das so, wie ihr es aufgearbeitet habt, den perfekten Abschluss der ganzen Sache. Und jetzt noch irgendwie dann so eine quasi Geschichte, wo Ulrich selber auch noch Sachen erzählt, weiß ich gar nicht, ob ich das hören will, ob man noch mehr wissen möchte nicht? Unbedingt. Ulrich bei Oprah? Ja. Und ob das nicht vielleicht so einfach ein guter Abschluss ist, wo alle mit ihren Frieden irgendwie auch haben können. Ja, das war jetzt so mein Fazit. Also ich will jetzt nichts vorgreifen, wir reden jetzt gleich noch darüber. Ja, aber es ist ein guter Punkt, den du sagst, ne? Man guckt beides und man hat danach, also was heißt ein gutes Gefühl, aber nicht, man hat auf jeden Fall auch kein schlechtes Gefühl. Ne? So man, es schließt schon so ganz gut oder fasst nochmal alles ganz gut zusammen und ich weiß halt nicht, ob man jetzt wirklich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es anders wäre, wenn sich Jan Ulrich heute dazu zu Wort gemeldet hätte. So, ne? Ich fahre da ja auch mit dem Besenwagen, seit wir das jetzt seit 4 Jahren machen, wo man auch immer mal wieder so auf die Schnapsidee kommt, dass Jan Ulrich einladen, wo wir jetzt wissen, dass es eh nichts werden würde, weil er irgendeinen Exklusivvertrag leider doch nicht mit uns abgeschlossen hat. Aber wir sind da auch, glaube ich, kollektiv und das ist total meine Überzeugung, auch immer zu der Einschätzung gekommen, lasst uns Jan Ulrich in Ruhe lassen. Also so, wir wollen eigentlich gar nicht ihn hier irgendwie sitzen haben, befragen. Wir wissen auch gar nicht, über was wir reden wollen. Und kann ich dann genauso sagen, dass das eigentlich zu den Themen, die du da in dem Podcast bearbeitet hast, mit den Originalausschnitten, die es da von ihm gibt, eigentlich schon auch super Antworten gibt und man da eigentlich jetzt nicht mehr haben will, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er mehr sagt. Ja, vermutlich ist das sogar so, genau, dass er, ich wüsste jetzt auch nicht, also er hat den Zeitpunkt ja verpasst, ne? Irgendwie, was soll er jetzt auch noch, es erwartet oder wartet ja auch keiner darauf, dass Jan Ulrich jetzt nochmal auspackt und die ganze Wahrheit erzählt. Er hat halt so gut es geht alles erzählt und ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, so in der Recherche und in dem Vertiefen im Archiv, wie viel er eigentlich auch schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zugegeben hat. Ne? Also so immer so ein bisschen durch die Blume und scheibchenweise, aber eigentlich hat er ja schon fast alles auf den Tisch gelegt. Das ist also immer nur ein bisschen versteckt, aber da war ich schon überrascht, ehrlich gesagt. War also mir gar nicht klar. Wer das ja noch erwartet, ist Reinhold Beckmann, der ja da am Ende der Doku sagt so, wenn er morgen jetzt gestehen würde, ich habe gedopt, dann vergeben wir ihm doch alle, oder? Das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, das Statement. Und ja, das, also ich hatte das tatsächlich so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass er auch einfach viel in Anführungszeichen gesagt und gestanden hat. Also ich habe da den Rest ist seinem Charakter geschuldet, glaube ich, dass das nicht kommt, dass er sich das einfach so schon so für sich selbst zusammengebaut hat, dass das ist, wie er das erlebt hat. Ja, was mich, also ich meine, man erfährt ja in dem Podcast auch, wie du zum Radsport gekommen bist und dann halt auch zu dieser Rolle, in der du jetzt gerade bist und zu der Doku. Aber wie hast du das damals so wahrgenommen? Also ich meine, du bist ja da irgendwie, hast ja, ich glaube, einen Anschluss gefunden durch deinen Vater, ne? Der das irgendwie verfolgt hat. Aber dann jetzt, wie bist du dazu gekommen, jetzt dann quasi diese Doku zu machen oder diesen Podcast, das alles nochmal aufzurollen? War das, weil es einfach diese Idee gab von der visuellen Doku, dass man sagt, okay, man macht noch begleitenden Podcast oder ist das unabhängig irgendwie entstanden? Ja, das ist unabhängig entstanden und ist ja auch eigentlich keine wahnsinnig originelle Idee, irgendwie das Jubiläum zum Anlass zu nehmen, das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Und ich hatte die Idee schon letztes Jahr, also vor 1,5 Jahren würde ich fast sagen, daraus einen Podcast zu machen. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Podcast über Robert Enke gemacht. Also da so ein bisschen Erfahrung auch in der Branche und fand das schon immer spannend, dann so Geschichten zu erzählen mit Zeitzeugen zusammen. Und so entstand eigentlich die Idee. Und es war aber von vornherein eigentlich klar, in der ARD und im NDR, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie da alleine loszupreschen und zu sagen, ich mache einen Podcast und Kollegen machen noch einen Film daraus und befragen die gleichen Leute und am Ende kommt das Gleiche dabei raus, sodass wir uns eigentlich von Anfang an relativ früh schon zusammengeschlossen haben und klar war, wir machen sowohl Filme als auch einen Podcast und haben dann auch zusammengearbeitet. Also ich habe natürlich viele Sachen nochmal selber gemacht und auch teilweise dann auch nochmal doppelt getroffen, weil ich es tiefen kann in diesem Podcast, der ja einfach, weil er viel länger ist und wir da das Format ja brechen können, noch mehr in die Tiefe gehen können. Aber es war schon von Anfang an eigentlich ein Zusammenspiel. Also die Idee entstand so im vergangenen Jahr, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, dass ich habe ja zuerst die Dokus geschaut und dann den Podcast gehört und ich hatte die Befürchtung, dass ihr einfach nochmal das erzählt, was in der Doku vorkam. Aber es war gut, die Doku zuerst gesehen zu haben, weil du hattest halt so Bilder im Kopf zu diesen Interviews und dann, wie du schon gerade meintest,
hattest du halt die Zeit, noch tiefer auf Sachen einzugehen. Und das fand ich eigentlich mega gut, auch gerade was die Rolle der Presse angeht, wo ich irgendwie auch so ein, zwei Fragen zu hätte, wie du es so siehst. Von daher fand ich diesen Ablauf eigentlich mega interessant und voll bereichernd. Also ich meine, das ist ja die Generation, mit der wir groß geworden sind. Also ich habe angefangen, als Ulle die Tour gewonnen hat, habe ich angefangen bei dem gleichen Trainer, wie er damals Radsport angefangen hat, im gleichen Verein. Mein zweiter Trainer war der gleiche Trainer. Also irgendwie auch so viele Parallelen mit dem Unterschied, dass er die Tour gewonnen hat und ich nicht. Und ich aber jetzt dafür auch kein Drogen- oder Alkoholproblem habe. Von daher bin ich auch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber es sind so viele Sachen, die ich einfach nicht wusste. Und auch die Sache, wie die ARD damals dazu gekommen ist, dieses Team zu sponsoren, also was eigentlich auch der Hintergrund war, weshalb man das gemacht hat, wusste ich auch nicht. Ich habe mich das immer gefragt, aber dass es eigentlich so eine Panikreaktion war auf der Grundlage, dass die privaten Sender damals so sehr viel in die Formel 1 investiert haben. Also irgendwie echt mega viele interessante Fakten, die, glaube ich, auch einen besser verstehen lassen, warum so viele Dinge im Nachhinein so passiert sind, warum dann auf einmal auch die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Weil ich würde es momentan immer noch kritisch sehen, wie man im Nachgang mit Ulrich umgegangen ist, mit dem Radsport. Also, dass man sich aus dem Radsport verabschiedet hat, konnte ich nachvollziehen, aber wie sehr man dann zum 3 draufgehauen hat, fand ich manchmal ein bisschen überzogen. Lag vielleicht aber auch daran, dass man zuvor zu eng dran war. Ich weiß es nicht. Ich würde da direkt nochmal so ins Thema einhaken und noch so eine Zusatzfrage stellen oder eine Zwischenfrage, die vielleicht fies ist, die du vielleicht auch nicht beantworten wirst. Aber ich habe die erste Folge vom Podcast gehört und habe dann die Doku geguckt. Ich wusste dann bei Abschluss der Doku, dass der Podcast wesentlich ausführlicher ist und wesentlich, eigentlich ist er in der Aussage auch klarer und viel differenzierter, was das Thema angeht. Und die Doku war mir tatsächlich selbst eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu oberflächlich und zu, weiß ich auch nicht, so ein bisschen so wie das, was vorher auch schon war, was vorher berichtet wurde. Wenn man aber den Podcast komplett hört, dann kriegt man auch wirklich mal viele Sichtweisen und Facetten des Themas, die einen selber nochmal hinterfragen lassen, so okay, wie habe ich das eigentlich gesehen oder wie ist meine Meinung dazu? Teilst du diese Ansicht oder was sagst du dazu? Kann ich gar nicht so, also ich finde, dass sich das beides total bereichert gegenseitig. Also im Podcast können wir natürlich mehr in die Tiefe gehen, da sind die Aussagen teilweise auch länger, was einfach am Format liegt und gleichzeitig hast du aber, also selbst wenn du den Podcast gehört hast, noch total die Bereicherung, die Filme zu sehen, weil du dann die Bilder dazu hast, ne? Und also ich finde, was jetzt auch bei euch schon rauskommt, ich habe überwältigend viel Feedback bekommen. Also wir kriegen ganz viele Rückmeldungen und ganz viele Leute schreiben mir das auch. Es lohnt sich definitiv, beides zu gucken oder zu hören. Mhm. Und das ist so schwierig, wenn man so involviert ist, das zu beurteilen, ehrlich gesagt. Aber so, dass die Rückmeldungen geben mir zumindest so das Gefühl, dass es sich auf jeden Fall lohnt, beides zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch erst im Podcast, weil den gab es zuerst, und dann die Doku gesehen. Wie du sagst, ne, die Bilder dann dazu nochmal zu sehen, einfach so, also für jemanden, der das selber ja auch damals schon alles miterlebt hat, das war schon nochmal sehr, sehr schön, ne? Ich meine, bei mir war es genauso wie bei Paul, ich habe auch im 97 angefangen, dann wirklich ernsthaft Rad zu fahren und man durchlebt das halt alles nochmal so und aus einer Erwachsenenperspektive halt, ne? Früher war man, war 10 Jahre alt, als Ulle da gewinnt. Und das dann alles nochmal so, ja, ich habe auch gemerkt, ich habe das dann nach dem Toursieg gar nicht mehr so intensiv verfolgt, so wie ich es dann im Nachhinein mich mit dem Thema beschäftigen musste, weil ich eben auch dann als Radsportler öfter mal drauf angesprochen wurde. Und sehe das natürlich jetzt heute als erwachsener Mann so nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Lohnt sich ja auf jeden Fall, beides zusammen nochmal oder hintereinander zu gucken oder zu hören. Ja. Mit meinen zwei Kollegen hier gibt es halt auf jeden Fall auch nochmal, das habe ich ja auch so die letzten Jahre wahrnehmen dürfen, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema, die eigentlich auch keiner so richtig mitkriegt. Aber da kriege ich halt öfters mal, oder habe ich eigentlich früher noch viel mehr mitbekommen, was man als wirklich junger deutscher Fahrer, im Podcast geht es ja dann auch so ein bisschen um Greipel und Kittel, die sehr erfolgreich waren,
aber als Fahrer, der jetzt vielleicht nicht jedes zweite Rennen gewinnt, wie schwer es dann war, als Deutscher im internationalen Radsport Profi zu sein und zu werden. Die beiden haben auf jeden Fall auf die Doping-Problematik nochmal eine ganz andere, sehr harte Sicht. Ja, das fand ich auch total. War mir auch total wichtig, so die Perspektive von heute reinzunehmen. Und also mir ging es wirklich, glaube ich, wie ganz vielen. Also ich habe das ja im Podcast auch erzählt, dass ich mich wirklich abgewandt habe. Also 2006, ich hatte echt die Nase voll und habe gesagt, Leute, jetzt reicht jetzt, lass mich nicht verarschen. Und war dann ja erstmal ein paar Jahre auch raus. Also genau in den Jahren, als dann, von denen Kittel und Greipel dann auch erzählt haben, dass sie da mit Bier bespritzt worden sind oder den Kredit fürs Haus nicht bekommen haben. Das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich auch mich überhaupt nicht dafür interessiert habe, weil ich genau so reagiert habe, wie, glaube ich, ganz viele. Ich war einfach so enttäuscht und hatte erstmal genug. Und das ist halt total bitter für diese Generation, die da so rangewachsen ist, dass sie eben dieses Zeitfenster so erwischt hat. Aber warst du enttäuscht aus dem Inneren heraus oder weil dir es auch so transportiert wurde von den Medien, dass man enttäuscht sein muss? Nee, ich war schon enttäuscht, wirklich. Also, ja, wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem, ne? Also, das bis dahin habe ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, das war so die Zeit nach meinem Abi. Ich habe jetzt 2005, jetzt habe ich auch nicht mehr jetzt jeden Tag vorm Fernseher gehangen, ne? Aber das war schon, ich war schon persönlich beleidigt und enttäuscht, so, dass Jan Ulrich tatsächlich zu den Schlechten gehörte. So. Also da ging es mir, glaube ich, wie ganz vielen. Da habe ich mich wirklich abgewandt und wollte auch erstmal nichts mehr hören davon. So. Ja, ich meine, das ist halt die Zeit, also ich glaube, ich bin ja älter oder ja früher als Andi Profi geworden. Also 2009, ich habe das halt da halt voll gemerkt und ich habe jetzt bin noch nicht an dem Punkt in dem Podcast, wo Kittel und Greipel vorkommen. Von daher, halt so persönliche Erfahrungen zu dem Zeitpunkt waren auf jeden Fall echt auch sehr unangenehm. Und es war echt krass, weil ich habe mir jetzt auch so mit ein paar Leuten unterhalten, die so ein oder zwei Generationen davor Profis waren. Wo es um die Frage ging, war es gut, dass Jan Ulrich die Tour gewonnen hat? Was hat er uns gegeben und was nicht? Ich weiß nicht, wer das war, vor kurzem, der gesagt hat, ein deutscher Profi oder ehemaliger, der Toursieg von Jan Ulrich war nicht gut für den Radsport Deutschland. Ich weiß nicht, war das Toni Martin? Vielleicht sage ich auch was Falsches, aber ich hatte dann irgendwie so eine Aussage im Kopf. Ja, Maximilian Schachmann hat sich jetzt vor anderthalb Wochen, glaube ich, dazu geäußert. So sagte, dass sie natürlich darunter gelitten haben. So, ne? Also ich glaube jetzt, er meinte gar nicht den Toursieg an sich, sondern einfach die Entwicklung, die der Radsport dann genommen hat, dass eben diese Generation ja eigentlich ständig mit so einem Generalverdacht unterwegs ist. Also aber das ist halt was los. Ne? Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir ohne diesen Toursieg, wo Radsport auf einmal in eine Sphäre reingekommen ist, was gleichzusetzen war wie zu damaligen Zeiten wie Fußball, Tennis. Ich meine, wenn jetzt, überleg mal, welche Sportgrößen haben wir in Deutschland? Jetzt Fußball mal ausgenommen, wen alle nennen können, das ist wahrscheinlich Boris Becker, dann Schumacher, Steffi Graf und Jan Ulrich. Also jetzt, die alle kennen und ich glaube, auch so, du merkst ja jetzt auch gerade so popkulturell, spielt die 90er gerade wieder eine Rolle und auch das, was Ulrich damals gemacht hat. Ich meine, diese ganze Zeit ist halt so ein bisschen trashig auch aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, ohne diesen Toursieg wären viele Dinge, die heute möglich sind, auch nicht möglich. Hm. Weil es war ein Hype da, es hat mega gepusht, dann sind wir alle tief gefallen und ich glaube, die Generation von Andi und mir hat da am meisten gelitten, auch finanziell und an Anerkennung. Weil wir hatten keine Home-Stories in den Öffentlich-Rechtlichen damals. Ne? Also da ging es dann immer nur, wirklich gab es Doping-Fragen halt und auch in der Öffentlichkeit war nicht unbedingt eine positive Wahrnehmung. Und die jetzige Generation profitiert natürlich schon wieder davon, dass es irgendwann mal diesen riesen Hype gab und Radfahren halt an sich dann schon ein geiler Sport ist. Von daher, ich glaube, zu sagen, dass uns das geschadet hat, stimmt nur einerseits, vor eigentlich, ich glaube, ohne Jan Ulrich würde es das jetzt heute auch so nicht geben, in dem Ausmaß in Deutschland. Nee, ich glaube auch, dass es dem Radsport, also ja, was danach passiert ist, hat sicherlich geschadet, aber der Radsport ist ja erstmal auf ein Niveau gekommen und von ganz oben gefallen, wo er ja ohne den Toursieg gar nicht hingekommen wäre. So, ne? Und ich glaube, dass das auf jeden Fall erstmal einen riesen Hype ausgelöst hat und erstmal nur gut war. Was dann passiert ist, war natürlich schlecht. So, das ist klar, aber aber auch das hatte positive Nachwirkungen. Mhm. Ne? Also vielleicht auch über den Radsport hinaus. Ich glaube, so diese Naivität, die man vielleicht, kann man ja so sagen, hatte, oh Gott, da ist jemand im Leistungssport, der eventuell nachgeholfen hat. So diesen Generalverdacht oder so zumindest mal es in Erwägung ziehen, hat man ja jetzt sportartenübergreifend. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen mehr, der jetzt bei irgendwelchen Ausnahmeleistungen auch in anderen Sportarten
so komplett entrüstet wäre oder vielleicht sogar persönlich enttäuscht, wenn der oder diejenige vielleicht mit Doping nachgeholfen hätte. Ich finde also diese Naivität, die ist halt auch mit diesen ganzen Skandalen, die es im Radsport damals gegeben hat, so ein bisschen verschwunden. Ja, vermutlich ist das so. Wobei ich gerade überlege, so ein Usain Bolt oder so, ne, der wurde immer eher so verehrt auch und nach oben gehoben und also in Frage gestellt wurde das gefühlt auch nie so richtig. Ne? Mag sein, dass wenn das jetzt rauskäme, dass er nicht sauber war, dass dann vielleicht auch keiner wirklich überrascht wäre, das weiß ich nicht, aber also gefühlt war da nie irgendwie jemand skeptisch. So. Mhm. Das ist halt der Unterschied. Ich glaube, dass wir alle bis zu einem gewissen Punkt auch dann blind werden. Ne? Also was so sportlichen Erfolg, ich meine, wir brauchst jetzt nur Fußball nehmen. Also wir brauchen jetzt niemand erzählen, dass der Fußball sauber ist. Da geht es um Millionen und wir alle wollen es aber glauben, dass in gewissen Sportarten oder bei so Erfolgen halt Doping dann zum Teil keine Rolle spielt. Natürlich ist es nicht so flächendeckend, oder ich hoffe es, wie es damals mal im Radsport war, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber wir sind natürlich auch da blauäugig und Usain Bolt, das ist halt, du siehst das halt und du willst es irgendwie auch glauben, dass das alles normal ist, wie er da läuft. Mhm. Ja, es ist ja auch geil, weißt du, nur jetzt auch rückblickend auf die Zeit mit Jan Ulrich und Lance Armstrong und so, also Lance Armstrong ist ja, finde ich, nochmal ein anderes Kaliber, aber trotzdem mit dem Wissen von heute weiß man ja, warum man das geil fand früher. So, also das war ja trotzdem faszinierend irgendwie. Ne? Und wenn Usain Bolt da seine Show abzieht und ja gut, dann ist er halt gedopt, jetzt mal überspitzt gesagt, trotzdem ist es ja irgendwie geil zu sehen. So. Ich glaube schon, dass das so mitspielt. Mhm. Ja, und ich meine, die großen Sportler der Welt gehören Lance Armstrong und Ulrich dazu. Das ist Sporthistorie. Und die haben gedopt, aber es ist trotzdem Sporthistorie und es hat so viel dazu beigetragen, dass wir einfach auch Geschichten heute zu erzählen haben. Und wir vergleichen das ja immer noch. Und jeder hat diese Bilder im Kopf, was da damals passiert ist. Und ich finde das halt, also für mich war das enorm, enorm wichtig und ist auch heute noch wichtig, obwohl ich Doping verurteile und auch das tun damals. Ja, aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, also es ist mir auch total wichtig heute in der Folge, dass wir vielleicht zu viert auch so ein bisschen Takeaway mitnehmen aus dem Thema, weil haben wir schon gesagt, und Andi, du hast doch völlig recht, so sind aus dieser Sache auf jeden Fall auch positive Dinge entstanden. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Radsport vor dieser Explosion ein absolut verrücktes Problem hatte, die sich quasi für mich schon so ein bisschen in ein Paralleluniversum bewegt haben, zusammen, kollektiv. Und dass, ein bisschen, ne? Dass das heutzutage eben nicht mehr der Fall ist. Also so, ne, ist immer noch Leistungssport und irgendjemand wird immer irgendwo tricksen, aber eben nicht mehr in diesem Ausmaß und das eben dann auch wahrscheinlich noch auf andere Sportarten und andere Verbände übergegangen ist. Und dann eben auch aber jetzt so vielleicht im Umgang. Ne? Ich meine, wir drei berichten jetzt auch irgendwie schon seit einer Weile über Radsport und über Sport. Und was kann man daraus jetzt vielleicht mal für sich selbst mitnehmen oder für Journalismus mitnehmen? Der Fall Jan Ulrich, der geht mir auf jeden Fall schon immer ziemlich nahe dann auch, weil der Mensch halt irgendwie für mich, ich weiß nicht, ich bin 84er Baujahr und ich bin nach Ulles Toursieg zum Radsport gekommen und zwar eigentlich direkt im Jahr danach. Und für mich baut der gar nicht so auf diesen Toursieg auf, sondern ich bin Ulrich-Fan geworden in den Jahren danach, wo er eigentlich immer nur Zweiter wird. Und so diese Duelle, die fand ich klasse. Und er war für mich eigentlich immer der Underdog, nicht der Sieger. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall dachte ich mir auch immer, der war nie so, für mich selbst war er nie so überhöht. Und ich behaupte jetzt mal selbst, ich hatte nie diese Naivität, die da so aufgebaut wurde, diesen Mythos des glorreichen Helden, der alle anderen schlägt und der Gute ist und so weiter. Ich habe das immer mit ein bisschen Abstand betrachtet und so, das war für mich klar, dass da sowas im Spiel sein könnte. Aber wie kriegt man das vielleicht auch in Zukunft wird es eh anders laufen, weil wir andere Voraussetzungen haben, aber wie kriegt man eine Berichterstattung hin, eine positive Berichterstattung, ohne dann direkt so wieder völlig drüber rauszugehen und oder ohne auch dauernd über Doping zu reden. Das ist super schwierig für mich. Es ist ganz schwierig, das richtige Maß zu finden, finde ich. Also so geht mir das heute auch. Also
es war ja auch jahrelang so, natürlich mussten in Anführungsstrichen wir dann auch immer das Doping thematisieren und die Fahrer waren genervt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul, aber ich konnte das auch verstehen, aber ja. Letztlich konnten wir es ja manchmal auch nicht ausblenden. Und gleichzeitig haben wir jetzt ja auch wieder Leistungen, die wir sehen, wo man natürlich auch zumindest skeptisch werden könnte, ne? Und das ist trotzdem aber ja schwierig, das richtige Maß zu finden, weil einerseits ist das irgendwie, muss man es würdigen und sagen, krass, was die da machen und so, und gleichzeitig darf man aber immer mit der Erfahrung von früher auch nicht naiv daran gehen, so. Das ist aber ganz schwierig, finde ich, da die Mitte zu treffen. Aber kann es sein, dass es im Radsport, dass man im Radsport eher skeptischer wird als in anderen Sportarten, die nicht so vorbelastet sind? Ja, also, das glaube ich schon. Ja, also, denke ich schon. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, mit der direkten Vorgeschichte schon. Ne? Ja, das ist halt zumindest meine Wahrnehmung. Und das, macht mich manchmal halt, wenn ich mir gewisse Dinge anschaue, halt einfach mega sauer. Ja, und das ist halt gar nicht oft Grund. Ich finde dann sogar die Berichterstattung im Radsport dann richtig. Also das Maß richtig, aber woanders halt zu wenig nachfragen oder zu wenig hinterfragen. Ja, ich weiß, was du meinst. Kann Moritz, ich verstehen. Du wirst aber auch die Kommentare unter jetzt Tagesschau-Tweets auf Twitter zu Radsport. Da darf man als Radsport-Fan nicht in die Kommentare gehen. Immer noch nicht. Auf gar keinen Fall. Und so, ich frage mich dann immer so, wie kann ich mit so Leuten kommunizieren? Wie kann ich Leute, die so, und das ist ja dann, das Thema hatten wir eben schon, ich finde, das ist dann wirklich so eine persönliche Beleidigung, die vielleicht sich damals so von dem Hype so haben catchen lassen und im Nachhinein dann so persönlich enttäuscht sind, dass sie jetzt halt so eine Wut entwickelt haben darüber und dann das so abblocken, dass sie gar nichts mehr davon, dass es so abgestempelt ist, dass sie da auch nicht mehr erreichbar sind. Aber wie kann ich mit so Leuten kommunizieren? Und da frage ich mich, warum hat es in Deutschland nie so detaillierte Gespräche darüber gegeben? So, ich hatte das tatsächlich selber mal vor irgendwann, so Gespräche mit Ex-Doping-Sündern über was ist eigentlich gelaufen und mit Distanz und weil das gibt's ja nicht. Zabel, Aldag, die haben das gestanden, aber es gibt definitiv keine Gespräche darüber, was haben sie gemacht, was haben sie gefühlt, was ist passiert im Detail. Und so ein Buch wie das Buch von Tyler Hamilton oder David Miller oder die wirklich auspacken und klein erzählen, was ist passiert, wie ist das gelaufen, das gibt's in Deutschland nicht. Und das erreicht auch die Masse nicht. Und ich denke immer, so ein sehr, sehr offener Umgang würde vielleicht auch helfen. Aber man muss sich da Sachen anhören, die halt unangenehm sind. Ja, aber da frage ich mich auch, wie viele Leute wollen jetzt wirklich noch im Detail wissen, was damals passiert ist? So, ne? Also die sich abgeneigt haben, die fängst du damit eh nicht mehr ein, glaube ich. Und alle anderen, würde ich jetzt mal vermuten, können es auch schon gesund einschätzen, so. Oder? Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen aus der Zeit geraten ist, so der, genauso wie ein Geständnis von Ulle jetzt auch irgendwie keinem mehr weiterhelfen würde. Ich fand jetzt nochmal die Frage, die du gestellt hast, ja, okay, wie kann man das machen, ohne zu kritisch zu werden? Ich meine, es ist ja auch angemessen, dass Journalisten das kritisch hinterfragen. Aber auf der anderen Seite, das hat man ja auch in anderen Sportarten, außer im Radsport, dass so erfolgreiche Deutschsportler so auf so einen Helden, ich meine, der Podcast heißt auch Held auf Zeit, ne, auf so eine Heldenebene gehievt werden. Und dann natürlich ist der Fall auch immer so groß. Ne? Ich finde, da sollte man auch vielleicht so ein bisschen bewusst damit umgehen, was man tatsächlich da mit den Persönlichkeiten macht, ne? Die auf so hohe Stufen zu stellen, so zu vergöttern und dann im nächsten Moment tritt man das Podest weg, ne? Und dann... Das ist bei Ulle dann definitiv der Fall, dass er einfach wahrscheinlich keine stark genug Persönlichkeit ist, damit umgehen zu können. Und das Interessante ist, er sagt das ja selber, ne? Er sagt das ja selber, nachdem er die Tour gewonnen hat, in Interviews im Fernsehen, dass er jetzt zelebrieren oder heben mich alle noch hoch und wenn ich nächstes Jahr nicht mehr performe, dann bin ich wieder ganz schnell unten. Und das ist halt, wie er es eigentlich selber schon vorausgesehen hat, was mit ihm in Zukunft passieren wird. Ne? Und natürlich in seinem Fall muss man auch sagen, großes Zutun ist, ne, mit dem, wie er sich dann halt verhalten hat, nicht gestanden oder halt zu wenig gesagt, was dazu geführt hat, dass man ihn natürlich auch richtig hat fallen lassen, aber ich weiß nicht, ob du das wie du das in anderen Ländern so wahrnimmst, ist das so auch so ein richtiges deutsches Ding, dieses nach oben pushen und dann so krass fallen lassen? Den Eindruck habe ich schon manchmal, wenn man sich anguckt, welche internationalen Stars wir haben oder hatten, ne? Also Boris Becker ist, ich weiß gar nicht warum, was der gemacht hat, dass der den Stand hat, den er jetzt hat. Franz Beckenbauer
unbestritten mit riesen Verdiensten, sag mal, für ein ganzes Land, wird jetzt verachtet, weil er das Sommermärchen nach Deutschland geholt hat und vielleicht, ich will das gar nicht abtun, ne, und kleinreden, vielleicht floss da ein bisschen Bestechungsgeld so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in anderen Ländern dann so krass gelaufen wäre wie jetzt in Deutschland. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein deutsches Problem ist. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ich 2012 das erste Mal bei der Tour war und davor ja wirklich jahrelang mich mit dem Radsport und der Tour nicht beschäftigt habe. Und ich war mega geflasht, als ich da zum Start nach Lüttich kam, weil ich überhaupt nicht mir vorstellen konnte, wie fett diese Tour noch ist. Mhm. Das habe ich in Deutschland überhaupt nicht mitbekommen. Und das ist halt, also klar muss man auch sagen, Radsport ist in Belgien, Holland, Frankreich natürlich ein Nationalsport und die gehen da nicht hin, weil ihre Leute erfolgreich sind, sondern weil sie halt zum Radsport gehen. Das ist einfach ein fettes Ding. Und trotzdem war ich mega überrascht, wie groß das da noch ist, trotz der dunklen Vergangenheit. Und das wäre halt in Deutschland nicht möglich, glaube ich. Weil wir Deutschen anders ticken. Wir brauchen solche Helden, wir brauchen jemanden, also auch die Tour, das Interesse ist jetzt ja wieder gut und hat sich erholt, aber ich bin mir sicher, wenn es mal irgendwann einen gäbe, der da mitfährt um den Gesamtsieg, wären wieder Millionen vom Fernseher. Weil das brauchen wir Deutschen. Deswegen gucken wir seit Jahren Biathlon, weil die Deutschen da erfolgreich sind, gemeinsam mit, überspitzt gesagt, 2, 3 anderen Nationen noch. Das funktioniert halt bei uns, glaube ich, nur so. Ja, und da kommen wir mal kurz zu meiner Eingangsfrage. In welcher Verantwortung siehst du da die Presse, um so etwas in eine richtige Bahn oder im richtigen Rahmen zu halten und vielleicht auch Leuten Zeit zu geben, sich zu entwickeln, persönlich auch? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine zwingende Aufgabe der Medien wäre, pauschal gesagt der Medien, Euphorie zu bremsen. Natürlich sorgt sie aber auch nicht dafür, dass sie kleiner wird und nutzt das natürlich auch, weil ich glaube, das ist auch normal, oder? Wenn das finde ich, hat Hajo Seppelt auch echt gut beschrieben in dem Podcast und in dem Film. Natürlich haben dann auch ganz viele Leute ein Interesse daran, dass was groß wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch kein Interesse daran, dass irgendwie Machenschaften auffliegen. Ne? Das ist dann so eine Win-Win-Situation und eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich will das jetzt gar nicht vermischen. Aber ich glaube nicht, dass die Medien da die Verantwortung haben, den Ball flach zu halten. Aber ich stimme schon zu, dass man natürlich dann schon auch ein bisschen aufpassen muss. Also Jan Ullrich war einfach vielleicht dann überfordert mit dem Status, den er hatte. Mhm. So, aber ich würde nicht ausschließen, dass es bei dem nächsten Star nicht genauso laufen würde wieder. Ja. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass da Ulle nicht nur von den Medien ausgeschlachtet worden ist, sondern ich glaube auch so ein bisschen vom Umfeld. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war eher in dem Film, als es darum ging, dass auf einmal 40 Presse, nicht Pressetermine, sondern Sponsorentermine im Jahr angesetzt worden sind, wo man denkt, ja, okay, wo hat ein Radprofi bitte noch 40 Tage im Jahr Zeit? Mhm. Ich meine, die Zeit mit Freunden und Familien ist so begrenzt durch Trainingslager, Renneinsätze, Reisen und so weiter. Da jemanden noch 40 Termine zuzumuten, ist ja schon, muss man ja sagen, fahrlässig. Ne? Management, also, ist unglaublich. Frage ich mich auch so, die Fernsehshows, die er gemacht hat, auf die Fragen, die er da bekommen hat, hätte man ihn ja auch mal briefen können, oder? Also. Also jetzt von seinen Beratern meinst du, dass scheint die ja gar nichts passiert zu sein. Nee, das war natürlich, also dieser Auftritt 2007 da bei Beckmann war natürlich, da fragst du dich wirklich, wer hat dich da hingeschickt, hingelassen und nicht vorbereitet. Ich will aber dann noch mal kurz zu sagen, ich glaube aber auch, und das ist so das Schwierige, die Balance zu finden, ich glaube, dass er das ja auf der einen Seite auch genossen hat, Held zu sein. Also ich glaube, dass ihm das ja wirklich auch am Ende wirklich die Schuhe ausgezogen hat, dass er von jetzt auf gleich einfach nicht mehr gemocht wurde. Mhm. Das war, glaube ich, für ihn schwierig, damit umzugehen, aber gleichzeitig brauchte er das auch. Ja, das ist ja mein Eindruck jetzt. Ist das, was sein erster Trainer, Peter Sager, ja auch sagt, dass Jan sehr wahrscheinlich daran gebrochen ist, dass er auf einmal nicht mehr so geliebt wurde, ne? Oder dass er halt auf ihn so eingetroschen wurde. Da habe ich nur kurz, also das ist einfach nur eine persönliche Einschätzung deinerseits. Es soll auch gar kein Medienbashing sein. Aber die Zeit quasi nach dem, was 2006 passiert ist, bis hin zu diesem Punkt, wo jetzt die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel auch wieder eingestiegen sind mit einer breiteren Berichterstattung, die Zeit dazwischen, wie siehst du die jetzt im Nachgang? Siehst du das kritisch, wie da mit dem Radsport umgegangen wurde? Also das ist einfach prozentual zu viel Fokus so rein auf der Vergangenheit lag, auf dem Doping. Und das ist ja die Zeit, wo ich Profi geworden bin, wo ich dann irgendwann auch die Tour gefahren bin. Und so größere Rennen, Andi ja genauso. Wo wir ja zum Teil einfach geghostet wurden. Ne? Also wir haben nicht stattgefunden. Ja? Und
Wie siehst du das jetzt vielleicht aus einer persönlichen Sicht auch gar nicht unbedingt als? Ich glaube, das ganz große Problem da war, also es ging ja erstmal normal weiter, ne? Und man hatte aber so das Gefühl und die Generation, die dann auf dem Rad saß, hat ja auch gesagt, ja, nee, wir haben verstanden und dass ein Fehler passiert und so. Und dann gab es ja aber eben nochmal 2007 oder 2008. Ja, Sinkewitz und so, Schumacher. Ja, so. Und das war, glaube ich, wirklich so der Genickbruch. Also, weil da ist die letzte Glaubwürdigkeit weggegangen und also wie gesagt, das war ja eine Zeit, wo ich selber gar nicht mehr so verfolgt habe, aber ich kann schon verstehen, dass dann auch große Medienhäuser sagen, das zeigen wir jetzt nicht mehr. So, also das kann ich schon nachvollziehen. Ob das gerechtfertigt ist, will ich gar nicht beurteilen, aber ich will nur sagen, dass ich die Haltung durchaus nachvollziehen kann, ja. Weil das war, glaube ich, dann wirklich so der Rest. Also wem sollst du jetzt noch glauben? Was kannst du noch glauben, ne? Ja. Mhm. Da muss ich sagen, ich habe ja so persönlich mit Jan Ulrich meinen Frieden geschlossen. Ne? Also nicht, dass mir irgendwie was schuldig gewesen wäre. Ich meine, ohne Jan Ulrich wäre ich wahrscheinlich nicht im Radsport. Also meine Eltern waren schon im Radsport. Der Weg war jetzt auch nicht weit für mich, aber ich glaube nicht, dass ich ohne Jan Ulrich tatsächlich selber auch den Weg gegangen wäre. Und ich meine, ich glaube, der hat jetzt auch genug Buße auf eine gewisse Art und Weise dafür getan. Aber so die Leute, die es dann halt danach noch so auf die Spitze getrieben haben, aber wirklich bis zum letzten, wo es nicht mehr geht, so, also da habe ich schon noch meine Differenzen mit, weil da ja auch zum Teil immer noch keine Einsicht da ist, ne? Also der genannte Patrick Sinkewitz, glaube ich, ist lebenslang gesperrt, hat es ja dann immer noch weiter versucht. Ja, schwierig. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen wieder aus dieser Ecke raus. Mittlerweile sollte klar werden, dass absolutes Muss ist, sich den Podcast anzuhören und die Doku zu schauen. Da sind nämlich auch noch ein paar andere Highlights dabei. Mein persönliches Highlight, und ich würde auch gerne mal wissen, was deins war, Moritz. Meins war, als ich auf einmal die Stimme von Herbert Watteroth gehört habe. Ja. Das war für mich so der absolute Gänsehaut-Moment, so, wo ich dachte so, okay, krass. Wie viele Stunden hat man vom Fernsehen verbracht mit der Stimme von Herbert Watteroth? Ja, das war auch, also genau den Effekt wollte ich auch erreichen. Und ich muss aber auch sagen, dass mir die zweite Folge, also die 97er-Folge, auch am meisten Spaß gemacht hat. Weil das war wirklich einfach nochmal, also auch völlig unkritisch rangehen. Ich saß vorne einmal, wir wissen heute, wie es gelaufen ist, wahrscheinlich. Ist ja gar nicht erwiesen, aber es ist ja naheliegend. Mit dem Wissen von damals war es einfach geil und wie viele Stunden ich auch mir dieses Fernsehmaterial angeguckt habe und dann Andorra und auch Jürgen Emich übrigens, ne, also bei allen Verfehlungen, Hammer Reporter. Also das, ich finde, man kriegt beim zweiten Wort schon Gänsehaut, wenn der anfängt zu erzählen, wie Ulrich da Jagd aufs gelbe Trikot nimmt. Und Herbert Watteroth, war mega. Ich kannte ihn vorher nicht. Er hat sich gefreut, dass ich ihn letztes Jahr einmal im Fernsehen erwähnt hatte, weil er uns da als Radsport-Lexikon ausgeholfen hat bei einer Zuschauerfrage. Fand er sehr freundlich. Und dann habe ich ihn tatsächlich in Bergisch Gladbach zu Hause besucht und war super angetan, also weil er wirklich eine ganz nette Erscheinung ist, wirklich sehr nett, sehr bescheiden und aber genauso klingt und genauso spricht wie früher. Und das war so geil. Das hat so viel Spaß gemacht und freut mich umso mehr, dass dieser Effekt dann auch bei dir und bei vielen anderen auch eingetreten ist, eben mit dieser Stimme nochmal alles neu zu erleben. Ja. Ich habe mich auch sowieso gefragt, also wie geil wäre es eigentlich, diese ganzen Tour-Editionen nochmal zu gucken? Also wirklich so die 21 Etappen durchzugucken, alles nochmal mitzuerleben. Ich meine, wahrscheinlich hast du es aus irgendeinem Archiv. Ich glaube nicht, dass man da sonst irgendwie drankommt, aber ich dachte mir so, eigentlich wäre das jetzt cool, nochmal so die 97er-Tour komplett von Anfang bis Ende zu gucken. Ja. Ja, ich hatte auch hat schon Spaß gemacht, ja. Ich hatte auch bei der Doku, die ersten beiden Folgen habe ich ja auch dann eigentlich die ganze Zeit Nachrichten bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, halt dauerhaft Gänsehaut, weil halt natürlich auch so viele Dinge einem bekannt vorkamen und dann auch die Stimme von Herbert Watteroth und das Attacke da und dann auch bei dir im Podcast, obwohl es die gleiche Szene war, ja, halt diesmal nur gesprochen, auch wieder. Und es ist einfach so krass, was das in einen aufruft, wie wichtig das dann wirklich einfach war, ne? Und was für eine geile Zeit es dann halt auch war. Und es wurde einfach auch noch anders kommentiert, muss man sagen. Ne? Die Bilder sind dramatischer, die ganzen Motorräder davor, die Autos dahinter, alles viel enger, die fahren auch ohne Helm durch die Gegend. Das ist ja, also es ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre, als es heute beim Radrennen ist. Und ich fand es einfach mega geil, diese Bilder zu sehen, ne? Wer war für dich der spannendste oder das coolste Gespräch mit Zeitzeugen?
Lance Armstrong war ich ja nicht bei, aber das ist, ja, war natürlich irgendwie schon beeindruckend zu hören, wobei es da ja auch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich fand es, also ich habe an seinen Lippen geklebt, obwohl ich die Bilder dazu nicht hatte, sondern nur die Tonspur, und fand das mega gut. Fand Peter Sager toll, also Paul kennt ihn ja persönlich, also auch da, wie der erzählt hat, und man konnte das so nachvollziehen und nachfühlen, wie sich das für ihn auch anfühlt oder angefühlt hat. Waren viele, die echt Spaß gemacht haben. Auch Jens Heppner, den ich auf Mallorca getroffen habe. Das war auch irgendwie, also ich war im Urlaub auf Mallorca und habe dann gedacht, so irgendwie wäre es doch cool, Jens Heppner so als Zimmerpartner, der hat bestimmt gute Sachen zu erzählen. Andererseits hat er gefühlt seit 20 Jahren keine Interviews mehr gegeben. Also eigentlich keine Chance. Und dann habe ich im Internet eine Nummer von ihm gefunden und den angerufen und dann gesagt, ja, am nächsten Tag, ja, können wir uns treffen. Fand ich mega, so. Weil das, ich finde, der gibt nochmal so ganz, ganz spezielle Einblicke nochmal so in das Innenleben der Beziehungen damals. Ne? Mhm. Also auch da habe ich ja bewusst das Thema Doping weggelassen, weil ich hätte wahrscheinlich eh nichts Neues erfahren, aber das war so im Zuge der 97er-Folge, also der zweiten, echt mega spannend, finde ich. Ja, das muss ich aber auch sagen, dass ihr einen guten Umgang damit gefunden habt, wann über Doping zu sprechen ist und wann nicht. Und ja, dass man das nicht jeden, schwierig, der mal eine Vergangenheit hatte, immer darauf aufmerksam machen muss, dass er mal was mit zu tun hatte, weil bei manchen ist es einfach offensichtlich und ihr habt dann ja auch Folgen, wo ihr euch damit speziell beschäftigt. Von daher fand ich das auch wirklich sehr, sehr gut, ja. Ich habe dann noch eine Anekdote zu Gästen oder beziehungsweise zu Leuten, die da im Podcast vorkommen. Ich habe jetzt bei der Tour André Greipel getroffen. Der war als Tourist da mit seiner Familie. Und warst du in Kopenhagen auch, oder? Genau, ja. Ah, okay. Und wir haben so ein bisschen gequatscht und dann unter anderem auch natürlich über die beiden Formate, also die Doku und den Podcast. Und André hat dann so erzählt, ja, ich habe irgendwie vor einiger Zeit habe ich einen Anruf bekommen von Jan Ulrich, ob er nicht mitwirken will in seiner Doku. Ja? Oder in so einer Produktion. Dann meinte er, André, ja klar, kein Problem. Alles klar, dann meldet sich jemand bei dir und dann hat sich halt auch jemand gemeldet, aber es war dann eben, ich glaube, es warst du oder ich weiß, ja, irgendjemand aus dem Produktionsteam. Die kam dann auch zu André nach Hause und er dachte natürlich, okay, das ist jetzt die Sache, die mit Jan Ulrich geplant ist, wirklich. Und gab es nur einen kurzen Moment der Verwirrung. Und ja, jetzt ist er vielleicht in beiden Sachen zu sehen oder zu hören. Ich weiß auch nicht mehr über die Geschichte mit Jan Ulrich, aber dass es da so Überschneidungen gab. Ja, witzig. Das, ja, war dann irgendwie ganz witzig. Ja, ey, für mich persönlich nochmal irgendwie erhellend oder auf jeden Fall eine Feststellung. Rolf Aldag, glaube ich, für mich klügste, reflektierteste Person im Radsport im Moment. Also alles, was Rolf Aldag gesagt hat, mit mega viel Distanz und super überlegt und richtig, meiner Meinung nach. Ja. Und sehr anschaulich so, ne? Also ich fand das auch stark, dass er, das war ein ganz wichtiger Aspekt, einfach, also diese Formulierung ist mir so hängen geblieben, irgendwie, Jan Ulrich hatte wahrscheinlich die Beine, um die Tour, weiß nicht, 10-mal zu gewinnen, aber er war einfach im Kopf nicht so weit und das muss man halt auch akzeptieren, ne? Ja. Fand ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, den Vergleich, den er mit Udo Bölz dann hatte, war wirklich sehr gut. Das hat es sehr gut umgesetzt. Ja, und dieses Akzeptieren, genau, das fand ich nämlich auch super wichtig. So, der Mensch ist so, wie er ist und der kriegt das nicht geändert. Und auch wenn alle Zuschauer und alle Medien und alle Fans das gern anders hätten, hätte man es irgendwann früher irgendwie akzeptieren müssen. Nicht jedes Frühjahr wieder auf ihn draufschlagen. So, ne? Das irgendwie ist das. Ja, im Nachhinein ist man ja leider, oder erstmal meistens immer schlauer. Ja. Aber hattet ihr Kontakt zu Ulrich und ihr habt irgendwie auch gesprochen, aber ihr durftet es nicht aufnehmen oder gab es wirklich gar keinen Kontakt? Nee, es gab gar keinen Kontakt. Es gab nur Kontakt zu den Baldingers in Merding, die ja so ein bisschen sich um ihn kümmern und Kontakt zu ihm wiederum haben. Aber mit Jan Ulrich hatten wir direkt keinen Kontakt, wobei wir also in Merding waren und dann auch bei Erich Keller im Gasthaus Keller und der sagte dann auch, ja, der war letzte Woche gerade noch hier und saß hier mit Freunden und hat gegessen. So, also theoretisch hätte man sich auch treffen können, so zufällig. Merding ist ja echt klein, war echt überrascht. Aber wir hatten keinen direkten Kontakt zu ihm, nee. Wie ist das dann rechtetechnisch? Musst du dir noch eine Genehmigung einholen für die Snippets von ihm oder so? Nee, kannst du. Ja. Nee. Ja, auch immer spannend. War ja alles schon zu sehen oder zu hören, ne? So. Hast du dir mal so gedacht, okay,
wie wird Jan Ulrich das Ganze aufnehmen? Weil ich meine, man hat die, also ich zumindest habe ja die ganze, also so den Absturz schon relativ nah mitbekommen, obwohl ich gar keinen persönlichen Draht oder Kontakt zu Jan Ulrich hatte. Ja. Aber so im direkten Umfeld hatte man das natürlich schon irgendwie mitbekommen. Und wir, also ich habe mir zumindest gedacht, so im Podcast will man das, als es zumindest mal als akut war, gar nicht weiter besprechen oder noch mehr darüber ausplaudern, als man sowieso schon weiß. Hast du da vielleicht mal so gedacht, okay, wie kommt das bei ihm jetzt an? Kann ihn das ja nochmal irgendwie so aus der Bahn werfen oder nicht? Ja, aus der Bahn werfen weiß ich nicht, aber also den Gedanken, finde ich, sollte man immer haben, wenn man über jemanden berichtet, was könnte das mit dem oder derjenigen machen, so, ne? Und also es gab zwei sensible Punkte, also einmal Lance Armstrong, der ja wirklich echt detailliert beschreibt, wie er ihn da in Mexiko besucht hat, und tatsächlich haben wir Sachen rausgeschnitten, weil es zu heftig war, und da haben wir gesagt, so, ey, das geht nicht, ne? Es steckt ja auch immer noch jemand hinter. Und wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, war Ausschnitte aus diesem Video zu zeigen, das er ja damals auf Mallorca im Vollsuff irgendwie gedreht hat. Mhm. Weil es natürlich ein privates Video war. Wir haben dann aber so im Team, in der Redaktion entschieden, wir machen es kurz, weil es eben zum Gesamteindruck gehört, um eben wirklich, also da war ja wirklich am Boden so, um das wirklich zu dokumentieren. Man hätte es vielleicht auch weglassen können, bin ich ehrlich, im Nachhinein. Aber also da haben wir schon sehr intensiv drüber nachgedacht, wie weit wir da gehen können und wollen. Aber ich glaube, dass, also ich habe das Video auch zugeschickt bekommen, wie eigentlich fast, glaube ich, jeder, der irgendwann mal Radsport involviert ist. Um ehrlich zu sein, ich find's wichtig, wo du gerade, wie schon sagst, so diesen, ich glaube, diesen Peak am Boden sein widerspiegelt und wie weit es runterging. Und ich meine, wo er dann zwischendurch wieder war und dann wieder unten. Aber ich fand es eigentlich schon wichtig, das irgendwie drinnen zu haben, weil das irgendwie schon auch zeigt, ne, wie weit es dann letztendlich runtergehen kann, dass man vielleicht auch, also ich glaube, das zieht was mit sich. Ne? Also daraus haben, glaube ich, Leute auch wieder gelernt im Umgang mit irgendwas. Also weißt du, das ist ja, also ich habe zumindest was dabei rausgenommen. Und ich hoffe, andere Leute, die auch gerade in seiner Umgebung sind, auch. Und deswegen, weiß nicht, glaube ich, finde es eigentlich ganz gut, dass es drin war. Ganz wichtig. Ja, zumal es sind insgesamt 30 Sekunden von, ich glaube, 6 Stunden oder so. Ne? Also das ist ja wirklich winzig kleiner Teil. Und der Gesamteindruck ist ja ein anderer. Also man jetzt nur die erste Folge machen würde, reißerisch 20 Minuten und dann ist es drin, würde man sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen billig. Aber so für den Gesamteindruck, glaube ich, ist es wichtig und ist ja wirklich nur sehr, sehr kurz. Und es war in den News. Ja. Also es war einfach eine Schlagzeile. Am Ende wussten es ja alle. Ne? Also ich meine, von daher, das war einfach auch sein Werdegang, muss man sagen. Leider. Ja. Aber das war tatsächlich, also um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, also der Gedanke an ihn selbst hat schon immer eine Rolle gespielt auch, ne, mit was löst das vielleicht jetzt aus? Also da waren wir schon, sind wir schon sehr vorsichtig umgegangen. Hm. Ja, ich würde schon sagen, so, es stellt ihn ja nochmal so gut dar, ne? Also auch alles nachvollziehbar, noch irgendwo menschlich so. Wie das alles da, also man kann sich ja wirklich auch gut in ihn hineinversetzen. Ich weiß nicht, wie es hier mit jemandem geht, der vielleicht nicht irgendwie so im Leistungssport mal gewesen ist. Aber ich finde ja schon so, okay, krass, also was der da alles mitmachen musste oder mit durchlebt hat, da fühlt man ja schon so mit, ne? Also, ja, klar. Und also beeindruckend fand ich auch, also es gab bis auf Peter Becker, der dann ein bisschen beleidigt wirkte nach dieser Sydney-Nummer 2000. Mhm. Wirklich niemanden, der irgendwas Schlechtes über ihn gesagt hat. So, also es war, das Schlechteste in Anführungsstrichen war immer, er war eigentlich zu gutmütig und zu leicht beeinflussend, was ja jetzt ja erstmal keine schlechten Eigenschaften sind per se. So, ne? Aber das war wirklich so das Negativste, was man über ihn gehört hat. Also durch die Bank immer super Typ, mega nett, bescheiden, und das ist, glaube ich, auch rübergekommen. So. Ja, ich denke, vielleicht ist auch ein Teil der Faszination Jan Ulrich für komplett Deutschland, dachte ich mir so beim Hören, dass das ja noch so menschlich ist, und dazu gehören halt dann auch diese Verfehlungen. So Jan Ulrich halt dann immer mal einen zu viel gesoffen, bisschen zu dick gewesen,
lieber Eis essen gegangen als trainieren. Klar wollten alle, dass er die Tour gewinnt, aber irgendwie war er dann doch auch wieder einer von allen. So, vielleicht gehört das auch irgendwie zusammen. Das gehörte total zusammen. Ich glaube, das hat ihn auch so populär gemacht, weil er eben irgendwie einer von uns war und kein geglätteter, PR-durchgestylter Hochleistungssportler, wie wir sie heute oft haben, war, sondern einfach, er war halt, wie er war. So, ne? Und ich glaube, das fanden einfach viele, viele sympathisch. Es gab übrigens noch eine Aussage von Rolf Alltag, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, die ist, glaube ich, im Podcast nicht drin, im Film weiß ich es gar nicht. Das fand ich aber eigentlich ganz spannend auch. Er sagte, man hat ihn einfach auch keine Fehler machen lassen. Also er hat dann so erzählt, ja, wir waren dann natürlich damals bei jeder Pressekonferenz dabei, wir wussten selber nicht warum, weil von uns wollte keiner was, es ging alles immer nur um Jan. Und dann kam mal eine kritische Frage und dann hat sich aber gleich irgendeiner davor gedrängelt, Pressesprecher oder so, und hat die dann sozusagen beantwortet und ihm gar nicht die Chance gegeben, da vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, mal was Falsches zu antworten. Und so war er eigentlich von Anfang an immer so behütet und hat gar nicht gelernt, vielleicht auch mal selber in eine Situation zu geraten, die unangenehm ist. So. Und das sieht man dann vielleicht auch hinterher bei den Interviews, die er dann danach gegeben hat, wie unbeholfen er da war, weil er diese Erfahrung einfach da im Zweifel zum ersten Mal machen musste. Ja, die Naivität bei Beckmann war auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Also das war auf jeden Fall auch sehr bezeichnend. Ja, oder diese Pressekonferenz vorher. Das war ja schon, da war er schon, letztendlich am Ende seiner Karriere. Ne? Ja. Nee, aber also ich glaube, das sind so viele Dinge dabei, über die man irgendwie noch reden könnte, weil ich gerade auch an die Pressekonferenz denke. Ich wusste gar nicht, dass die so absurd war. Ich konnte mich nicht so dran erinnern, aber dass es eigentlich eine Verkaufsshow war für Fahrräder. Ja. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das ist einfach Wahnsinn. Und dieses Backman-Interview hatte ich damals auch geschaut, hat es aber auch verdrängt, dass es so ein Desaster war. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall beides anzuschauen. Und ich glaube, man kann, wenn man ein Problem mit Jan Ullrich hat und mit dieser Zeit, so ein bisschen Frieden schließen, glaube ich, auch danach. Also zumindest kann man einige Dinge nachvollziehen. Es wäre so super schön und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Beitrag dazu. Und dann komme ich nämlich auch so ein bisschen, vielleicht, ich glaube, wir sind jetzt so langsam ein bisschen am Ende von unserem Gespräch angekommen, nach 25 Jahre Toursieg, Jan Ullrich, 25 Jahre Andi Stauf im Radsport. Wo gehen wir die nächsten 25 Jahre hin? So, also, du bist ja hautnah dran, Radsportjournalismus, Radsport in öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Gib mal einen Ausblick. Vielleicht auch einen positiven oder so, wie du das gerne hättest. Wie machen wir weiter? Ja. Also, ich glaube, es täte dem Radsport in Deutschland, so traurig das ist, das so runterzubrechen, gut erfolgreich zu sein. Denn ich glaube, so würde es nur in Deutschland nur funktionieren, dass die Leute dranbleiben. Ich wünsche dem Radsport sehr, dass er von Skandalen, von großen Skandalen frei bleibt. Also wir brauchen, glaube ich, nicht naiv zu sein. Natürlich gibt es, wie in jedem anderen Sport, auch schwarze Schafe. Kein Sport ist ganz sauber, aber dass der Radsport zumindest, wenn er nur Einzelfälle hat, die es ja auch schon lange nicht mehr gab, das wünsche ich ihm sehr, weil ich glaube, dann wäre es zumindest sonst in Deutschland extrem schwierig, auf den Füßen zu bleiben. Ich glaube, das würden die Leute diesem Sport nicht verzeihen. Was definierst du als erfolgreich? Ja, hätte ich jetzt auch eingehakt. Ja, guck mal, das ist jetzt, also wir haben jetzt mega erfolgreiche Jahre hinter uns mit dieser Generation Kittel, Greipel, Martin, Degenkolb. Also das ist schon, das Mindeste sozusagen. Man müsste halt irgendwie mal anfangen, den Leuten zu erklären, wie Radsport funktioniert, außer der Tour de France-Sieg. Denn mit einem Lennart Kemner oder einem haben wir eigentlich Radsport-Superstars. Genau, absolut. Aber das ist das Problem. Ich glaube, in Deutschland funktioniert halt hauptsächlich die Tour. Aber warum? Ich glaube, selbst in den Hochzeiten, als Jan Ullrich erfolgreich war und Erik Zabel, klar, man hat dann schon mitbekommen, dass Erik Zabel Mailand-San Remo gewonnen hat und Ullrich dann die Vuelta 99, aber gefühlt war damals doch alles schon nur auf Tour ausgerichtet, oder? Also, so gut wie damals wird es halt nie wieder. Und deswegen ist es, glaube ich, utopisch zu glauben, dass die breite Öffentlichkeit sich auch für die Frühjahrsklassiker interessieren wird. Ich meine, ich kann natürlich niemandem, ich will auch niemandem irgendwas vorschreiben, aber wenn man Artikel lesen würde in allgemeinen Pressen über Etappensiege der Tour und diese Artikel würden halt das irgendwie so beleuchten, dass das wirklich toll ist, gerade so aus dem internationalen Blickwinkel, dass gerade jetzt nur mal so als Beispiel, gerade ein Lennart Kemmler oder wer auch immer eine Tour-Etappe gewonnen hat oder eine Giro-Etappe gewonnen hat, dass halt ein bisschen Awareness
kommen würde, aber das geht halt komplett unter. Oder es wird eher, das hatten wir ja in letzter Zeit so ein bisschen, dass da so ein paar ja kleine runtergebrochene Artikel eben in den großen Zeitschriften eigentlich immer einen negativen Ton hatten. Wenn Sam Bennett Frankfurt gewonnen hat, stand da ihre verdirbt deutsche Party in Frankfurt oder solche Kemner verliert rosa Trikot, Traum vom rosa Trikot geplatzt. So, ne? Beim Giro, ja. Da sehe ich halt schon so ein bisschen, also da ärgere ich mich einfach. Und irgendwie finde ich auch zurecht, weil das einfach auch falsche Berichterstattung dann ist. Ne? Aber da kann ich jetzt natürlich, ich bitte um Verständnis, wenig zu sagen, weil es ja auch schwierig ist, das zu verallgemeinern. So, ne? Ja, klar. Ich habe nur mir eine Sache im Podcast gemerkt, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich wollte mal nachhören, wie das gemeint war. Ich glaube, du sagst, Jan Ulrich hat heute noch Fans, die glauben, dass er sauber war. War das so eine kleine Anspielung an hier die Twitter-Bubble, die die Ulle ist sauber-Kampagne fährt? Nee, das war da keine Anspielung drauf. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an die Stelle jetzt gar nicht. Ich glaube, es war eher so gemeint, dass er das, und ja, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, dass er sozusagen unterschätzt hat, wie groß der Anteil derer ist, die ihm eben dann nicht mehr zu ihm halten, so glaube ich, ne? Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was ich da, wo das genau war. Aber es war nicht die Radsport-Bubble bei Twitter oder so, die ich inzwischen auch kennengelernt habe, die war damit nicht gemeint. Aber sag mir mal ganz ernsthaft jetzt mal, diese Ulle ist oder Ulle war sauber, ne? Was ist das eigentlich? Das ist einfach nur Twitter. Einfach nur eine Feststellung, aber was ist... Nee, das ist halt, ich glaube, was wir... Stell die Frage doch einfach nochmal auf Twitter. Ja, ich glaube, was wir in unserer Radsport, also Profi-Radsport-Bubble gar nicht mitbekommen ist, dass ja Ulle außerhalb dieser Bubble auch irgendwie eine Ikone ist, weil es aus dieser geilen Zeit des Radsports zum Tauch kommt, also visuell. Und ich habe es letzte Woche, vor zwei Wochen auch einen Podcast aufgenommen mit Leuten, die haben nichts mit Profi-Radsport am Hut. Ja, aber die finden halt einfach irgendwie das geil, wie die damals aussahen, die feiern diesen Typen einfach für das, was er war. Und die verstehen dieses ganze System zum Teil auch gar nicht, wie man eine Tour gewinnt, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber die finden einfach diese Persönlichkeit und alles, was drumherum ist, diese Telekom, die Trikots, so mega geil. Also Ulrich ist ja auch eine Figur im normalen Mainstream, ja, und auch so in der ganzen Subculture und bei den jungen Leuten gerade wieder. Also das ist ja wirklich, das darf man nicht unterschätzen, ne? Wie Andi sagt, da laufen Leute mit Ulle Ultra T-Shirts irgendwie durch die Gegend in Kopenhagen. Und das sind, glaube ich, nicht die klassischen Radsportfans, die keine Ahnung, was weiß ich, sich Giro, Tour, World dann jeden Tag anschauen, sondern die finden einfach diese Zeit geil und diese Atmosphäre. Ja. Und ich glaube, diese Leute muss man noch viel mehr reinholen und davon überzeugen, dass der Radsport halt einfach noch mehr zu bieten hat, außer vielleicht sogar die Tour. Ja, stimme ich voll zu. Ist mir übrigens auch aufgefallen, dass in Kopenhagen auch, habe ich echt viele Telekom-Trikots gesehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo einen Hersteller gibt, der die jetzt nochmal irgendwie so retromäßig herstellt. Also die Dänen haben natürlich auch Bjarne Riis, ist ja nicht alles Ulle. Aber das ist auffällig gewesen. Also so diese Cappies und Telekom-Trikots, habe ich echt ein paar gesehen von. Ja, auf jeden Fall. Ich habe davon auch noch eine zugesteckt bekommen vom Kumpel von mir. Aus dem Jahr 2004 mit Adidas Hangtag und allen Unterschriften vom Tourteam. Die werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie versteigern oder verlosen. Ja, müssen wir uns nochmal genauer Gedanken drüber machen. Aber selbst sowas hat noch die Zeit überlebt und hat er aus irgendeiner Schublade jetzt rausgeholt. Und ich glaube, so kommen eben auch noch die Telekom-Trikots, die du da in Kopenhagen gesehen hast, die sind auch noch irgendwo im Bestand gewesen. Wahrscheinlich. Ja. Aber also ich finde, also die Resonanz ist super, sowohl auf Filme als auch Podcasts. Und ganz oft höre ich sowas wie irgendwie, dass dann Leute doch noch ihren Frieden geschlossen haben jetzt und auch denken, jetzt ist mal gut. Ich war irgendwie sauer, aber jetzt nach Podcast und Film ist da schon vielleicht auch ein bisschen Verständnis gewachsen. Und auch wirklich so, was du, glaube ich, sagtest, Andi, jetzt ist auch mal gut irgendwie. Ne? Jetzt lassen wir ihn auch mal. Das glaube ich, ist schon was so eingetreten ist jetzt nach diesen Veröffentlichungen. Ja, hoffen wir mal, dass wir nicht dem nächsten irgendeine unsägliche Netflix-Doku dann oder ein Movie angeboten bekommen. Der ich wäre irgendwie froh, wenn es Netflix ist. Stell mal vor, es ist RTL. Ja. Also ich hoffe TV. Eigentlich nicht. Ich hoffe echt, dass das nie. Also klar, man guckt sich's dann an, aber eigentlich
ist das ein guter Abschluss jetzt. Ja, ja, eigentlich ist jetzt alles erzählt, ne, finde ich auch. Mir wäre noch was Wichtiges zu sagen. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, weil ihr vorhin sagtest, die Mediathek-Serie im Podcast. Ganz wichtig ist es die ARD-Audiothek, die übrigens wirklich, sage ich jetzt nicht nur, weil ich Mitarbeiter der ARD bin, sondern weil da wirklich richtig viele gute Sachen sind. Also ganze Features und Podcasts und so. ARD-Audiothek, und da findet man nämlich schon alle Folgen von Jan-Ulrich Held auf Zeit. Das musste ich jetzt nochmal loswerden. Ja, ganz ehrlich, ich werde mir auch diesen... Ich habe mir die App auch runtergeladen. Ich werde mir auch diesen Robert-Enke-Podcast reinziehen. Du das schon erzählt ja, hast. Ja, gerne. Das klingt auch spannend. Gut, ich bin soweit durch. Ich bin auch soweit durch, aber Andi, du hast noch diese Rennankündigung reingeschrieben, bevor wir jetzt komplett rausgehen. Ich habe die nicht reingeschrieben. Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, es war Fabian. Dann war das unser Redakteur. die hängen wir noch dran. Moritz, vielen Dank. Ich glaube, du hast wahrscheinlich Stress. Großen Hunger nach dem ganzen Tag Tour. Ja. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch eine Pommes. Ja. Dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Und vielen Dank. Viel Spaß noch bei der Tour. Genau. Danke. Danke dir. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Okay, nachdem wir Moritz verabschiedet haben, noch zum Ausklang des Besenwagens eine kleine Rennankündigung, wie ihr sie in letzter Zeit öfter von uns kennt. Am 14.8. und ich mache Werbung als Düsseldorfer, ist rund um die Köhe hier. Ich bin selber nie gefahren, aber jedes Jahr wieder einer meiner Kumpels am Start. 14.8. meldet euch an, es gibt nicht nur Elite-Rennen, es gibt Laufradrennen für Kinder, es gibt Lastenradrennen. Das klingt spannend. Mit Beladung? Auf jeden Fall. Mit Motor, ohne Motor? Mit oder ohne Motor, ist halt die Frage. Ne? Ich habe, glaube ich, schon lange kein Lastenrad mehr ohne Motor gesehen. Es gibt Fixed Grid, auch gute Szene hier in Düsseldorf. Also schaut mal rein. Rundumdieköln.de mit OE natürlich. Rund um die Köln. Und was ist Preisgeld? So Louis und Gucci Handtaschen? Oder? Logo, come on. Alle Stores auf. Wäre eigentlich immer ganz geil. Ne? Beim Kriterium. Prämie später. Sonst immer die Metzgerei. Die Tor Store auf der Kö. Ja, und sonst immer der örtliche Obi-Markt, die Metzgerei, der Friseur. Und Führungsfahrzeug ist ein Lambo oder Ferrari wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ist das in Düsseldorf so? Doch. Ja, hier im Medienhaus steht natürlich auf jeden Fall immer ein Lambo auch, so ein Aventador. Ja, genau. Aber sonst musst du mit deinem kommen. Ja, nee. das Lustige ist, noch machen wir Witze, aber irgendwann... Noch machen wir Witze. Andi, starten wir eigentlich bei diesem Sprint am Sonntag? Ja, ne? Mhm. Ja. Ja. Auch nochmal hier, also in ein paar Tagen am 10. Ist der Sonntag ein 10. Also ich starte. Ja, ich glaube schon. Ich auch. Ich starte auf jeden Fall. Ja, Basti auch. Ich muss nochmal Radfahren vorher, bis dahin. Hast du euch einen Helm? Ich mache morgen mal Sprint. 10.7. Ich bin wieder voll ausgestattet, Paul. Das freut mich. Vielen Dank an die Firma Giro. gehe ich auf jeden Fall einmal 300 Meter an den Start. Wir können uns, glaube ich, die Startreihenfolge können wir noch ein bisschen beeinflussen. Sollen wir direkt gegeneinander fahren, Basti? Also ich wurde das auch gefragt, ob wir so als, er meinte, aber so, dann, er kann uns so das, setzen, dass halt wir im Finale gegeneinander fahren. Junge, denkst du, wir kommen ins Finale? Dann muss aber einer von uns noch eine zweite Runde fahren, wenn wir die gegeneinander fahren. Das stimmt, ja. Oder wir machen halt eine Stehversuche. Ich wollte gerade sagen, dass wir dann auf jeden Fall... Aber ich würde einen Zehner auf Andi setzen in eurem Duell. Also tut mir leid, Andi, ich glaube, du musst zweimal fahren. Ey, Paul, ganz ehrlich, du kommst immer mit Wetten auf einmal mit Geld einsetzen um die Ecke, ne? Wo du denkst, so, warum machst du das nicht mal an anderer Stelle mit? Ich kann es nicht einschätzen, wie lang das ist und so. Also in einem echten Sprint von Geschwindigkeit gewinnt auf jeden Fall Andi, aber... Ja doch, also 300 Meter macht Andi dich nass auch im Stehen, ziemlich sicher. Wenn er in die Pedale kommt, musst du selber in die Pedale kommen oder wirst du festgehalten? Das wissen wir alles noch nicht. Ich glaube, Andi hat zu wenig Übung, der ist schon zu lange nicht mehr Rad gefahren. Kann sein, dass du da schneller bist. Ganz ehrlich, ich klicke im Schlaf schneller meine Pedale ein als ihr beiden zusammen. Okay, ich bin auf der Rundstrecke groß geworden, Paul. Da ging es schon in den U13 und U15 Klassen nur darum, wer am schnellsten in die Pedale kommt. Okay, gut. Ich erhöhe jetzt meinen Wetteinsatz nicht, aber ich bleibe beim 10er auf Andi.